Das ist immer wie so ein bisschen, wir sollten so einen Countdown, so NASA-mäßig machen. So, jetzt mute Bei ich einer direkt das Nachrichtensendung, Mute. Cure Live in, Ja, wenn man es vorher ist, runterzählt. Drei, wenn zwei, wir eins und dann muss man definitiv. liefern. Vor allem, also wenn wir jetzt beide mal, also wenn ich vor allem wieder Zugang zu meinem Studio und so habe, dann machen wir mal so eine Greenscreen Deluxe. Wir sind übrigens live. Greenscreen Deluxe. Ah nee, verstanden. Ja, genau, ich habe verstanden. Ja, doch, doch. Dieses Meeting wird gestreamt. Und was wir auch, genau, das sind so, wir fangen einfach mal mit dem an, was wir in Zukunft machen, nicht was wir heute machen. So eine Ultra-Feuerwerks-Greenscreen-Episode. Weißt du, so mit so Star Trek wie Alexander Lasch, verschiedene Uni-Hintergründe. Mal gucken, dass wir da nicht ins Corporate Design rutschen. Oder eben auch, ja, so mal was anderes. Aber Ja, für. dazu können wir so ein Video raussuchen, da kann ich mich noch dran erinnern, vom Anfang der Corona-Pandemie, kennst du das? Wo die so auch so ein Studio Online-Lecture-Setup vorgestellt haben, irgendwie von irgendeiner Medienhochschule. Und das war komplett overengineert. Also die hatten nur Kameras mit so SDI-Anschluss, mit diesem super professionellen und HDMI und so, das ist alles total für Anfänger. Und dann stand da so einer und hat dann auch gesagt, ja, können wir jetzt mal hier im Hintergrund irgendwie so Flammen haben? Und dann waren auf einmal Flammen und also es war total also vielleicht für eine Medienhochschule toll. Alle anderen werden sich gesagt haben, oh ja, okay, jetzt für meine Grundlagen Elektrotechnik-Vorlesung, ein paar Flammen im Hintergrund, warum nicht? Aber Ich dachte, man braucht einfach die 140 Teilnehmer auf 280 Bildschirmen. Ich dachte, das wäre dieses. Naja, also ihr merkt schon, wir reden heute wieder über hybride Lehre. Wir haben aber auch ein total cooles Thema, ein total freshes Thema. Jetzt fange ich schon an wie Böhmermann. Wir reden heute über künstliche Intelligenz. Und zwar hat uns, also ich würde sagen, wir steigen da einfach direkt mit ein. Danach kommt was zu OER. Und nach dem einen oder anderen Mikrofontest, weil Matthias hat sich natürlich schon wieder ein neues Mikrofon zugelegt. Wäre auch mal eine interessante Folge. Wer hat mehr mehr Mikrofone, du oder der durchschnittliche YouTube-Streamer? Ich glaube, es wird knapp. Wir wollen aber direkt mit einem Tweet von Regina Schulz anfangen. Ich share das einfach mal und verzeiht uns dieses doch recht provisorische Format. Normalerweise mögen wir unsere Videokacheln ein bisschen besser proportioniert. Das wird heute leider wieder nicht funktionieren. Hallo an den Twitch-Chat übrigens. So, ich gebe schon mal frei. Genau, und wir streamen auch nur in 27p. Ja, stimmt. Also, Ja, meine Kamera ist jetzt hier nicht so gut. Matthias hat dich aufgeräumt. Also, es gibt gute Gründe. So, Reg-Schulz hat geschrieben, sie hat den Aufsatz Should the British Monarchy be abolished im Rahmen der Monarchie-Folge in UK. Müssen wir jetzt nicht darauf eingehen. Aber die Schüler oder eine Schülerin, Schüler hat geschrieben, warum müssen wir überhaupt noch SS schreiben? Der Tweet kam, glaube ich, sehr gut an im Sinne von Reichweite. Hat dann natürlich die Leute so ein bisschen gespalten. Ich glaube, es gab, wenn ich die Kommentare so zusammenfasse, dieses: Was? Wir haben das auch gelernt, das ist wichtig und das muss man für die Zukunft können und so dieses oh, Tempora und Mores, so grob. Und es gab so ein paar, die gesagt haben: So, ja, dann lasst sie doch machen. Und dann lasst uns doch das irgendwie so mehr so auf der Metaebene. So habe ich den Tweet mitgenommen. Wie hast du den wahrgenommen, Matthias? ja, so ähnlich. Also ich meine, diese Idee, sich so AI-gestützte Schreiben und Übersetzen anzuschauen, ist natürlich irgendwie auch nicht so ganz neu. Und in der, ich sag mal, Twitter-Campus-Blase wurde das, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal diskutiert und auch insbesondere in der englischsprachigen Community. Das ist jetzt so aus meiner Sicht das erste Mal, dass ich das so im breiteren deutschen Twitter-Lehrerzimmer-Schulkontext gesehen habe. Und also klar, die Frage kann und muss man sich auf jeden Fall stellen, wozu muss man eben noch Essays schreiben zu, und das kommt auch ein bisschen, wenn man sich die Kommentare so durchliest, ich sag mal zu so Allerweltsthemen. Also weil da should the British Monarchy, also ob man die jetzt irgendwie abschafft oder beibehält, das kommt da halt auch so ein bisschen raus in der Diskussion. Also da haben halt 100.000 Leute schon irgendwie was zu geschrieben und das ist natürlich der Nährboden, auf dem so eine KI angelernt wird und wächst. Und deswegen hat dann so eine KI eben auch irgendwie eine recht
auf ersten Blick, sagen wir mal, fundierte Meinung. Es ist immer ein richtiges Aufsatzthema, wie du sagst. Also es ist eher so argumentativ und weniger deskriptiv fachlich. Also, ja. Genau. Was ich einfach auch, einfach nur um es früh zu sagen, den besten Kommentar persönlich gebiased, weil wir folgen uns gegenseitig von Herbert Handramp. Naja, frag doch das System. Und wir machen gleich ein ähnliches Experiment. Der Screenshot wird definitiv zu klein sein. Und dann hat er einfach in das Tool, wir machen es auch gleich auf, man kann 3 Credits, Aufsätze, wie auch immer, pro Woche eingeben. Wozu müssen wir noch Essays schreiben lernen? Und ganz klein steht da, dass es, ja, die KI geht dann indirekt auf Meta- und kognitive Fähigkeiten ein, im Sinne von üben wollen, wenn man es denn dann anwenden soll. Wenn man sozusagen, also dieses, ja, was ist denn, wenn der Strom ausfällt und der Taschenrechner nicht funktioniert? Ja, der Taschenrechner ist solarbetrieben. Aber also so diese Art von Argument, was macht ihr denn, wenn das Licht ausgeht? Zählt ihr dann mit den Fingern? Ja, aber fand ich einfach einen spitzen Kommentar. Ja, das heißt, du würdest argumentieren, es gibt Themen, wo das besser funktioniert und wo das vielleicht gar nicht funktioniert? Ich habe das halt bei mir in meinem Stream auch schon mal ausprobiert. Irgendwann mal abends mit, ich weiß nicht, Jenny AI, also das war jetzt ein anderes Tool, ja, und hab das Tool einfach dazu schreiben lassen, was so die Vorteile sind oder warum man Educational Streaming braucht oder was da auch cool ist. Ja. Und da kam echt, also ich meine, ich habe jetzt den Text nicht mehr da und ich glaube, ich habe das auch nicht aufgezeichnet. Also ja, da kamen echt gute Argumente bei raus. Wo ich so gesagt hätte, selbst wenn ich mich jetzt eine halbe Stunde hingesetzt hätte und irgendwie wirklich nachgedacht hätte und so ein bisschen Pro und Contra abgewogen hätte, hätte ich das jetzt gar nicht so wahnsinnig viel anders geschrieben und argumentiert. Mhm. Also, und man kann natürlich dann immer so schrittweise vorgehen und dann zeigt er einem immer irgendwie so ein paar Vorschläge an und kann man sagen, ja, das gefällt mir jetzt inhaltlich besser oder das passt mir jetzt nicht so richtig in den Kram. Und dann habe ich halt danach die KI versuchen, ein Paper schreiben zu lassen. Also ich habe so ein paar Sätze, also ich habe halt einfach irgendein Paper von mir genommen, habe den Titel und irgendwie so ein bisschen Abstract vorgegeben und habe sie dann mal loslaufen lassen. Und da muss man sagen, kam halt großer Quatsch raus oder da kam halt Bullshit-Bingo raus. Also da kamen dann Sätze raus, wo schon irgendwo so die Fachbegriffe drinstehen. Ja. Aber wenn man dann und also vielleicht als Außenstehender, als fachfremde Person würde man das nicht so wahrnehmen, aber wenn man da wirklich in der Thematik drinsteckt, stellt man fest, dass das doch alles sehr hanebüchen ist und sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber würdest du, ich versuche jetzt mal so ein bisschen das draus zu lesen, würdest du dann auch sagen, dass in den eher argumentativ, im Sinne von, brauchen wir die Monarchie, das sind ja so Debattierthemen, soll Opel gerettet werden, hatten wir damals im Debattierverein, einfach weil es en vogue war, soll die Impfung Pflicht sein, wollen wir jetzt nicht inhaltlich drüber reden, brauchen wir Präsenzlehre? Also ist dieses, inwiefern, also eigentlich genau das, was wir sozusagen nicht als Forschungsfrage hätten, weil inwiefern ist A oder B, das ist dann irgendwie schon leicht belastet und in eine Richtung suggestiv geschoben. Wir versuchen ja irgendwie zu sagen, okay, wie effektiv ist Methode A im Vergleich zur Kontrollgruppe? Also wir versuchen das ja irgendwie ein bisschen. Würdest du denn sagen, dass in diesen argumentativen Essays, und ich meine, ein Essay ist natürlich von der Natur her so, dass man das dann auch, wenn man sich wirklich mit einem Thema auseinander oder wirklich Experte darin ist, dass man auch da Stränge zerpflücken könnte? Also ich will sozusagen gegen die KI argumentieren, dass es möglich ist, in einem Thema, wo man eben nicht mal kurz ein Essay schreibt, der Übung halber, sondern wenn man sich vielleicht total gut mit der britischen Monarchie auseinandergesetzt hat und kennt, dass man auch den sezieren könnte? Eine Frage. Also ich habe für mich so ein bisschen rausgenommen, dass wir ja bei uns in dem englischen Masterstudiengang Studierende, da gibt es so ein Non-Technical Project Seminar, in dem sie eben üben sollen, wie man Abschlussarbeiten schreibt und da geht es eigentlich eher eben so um die Form, ne? Also wie mache ich ein Inhaltsverzeichnis, wie strukturiere ich sowas, wie binde ich eine Abbildung ein, wie zitiere ich eine Quelle, wie mache ich ein Literaturverzeichnis, und dafür geben wir ihnen den Studierenden so nicht technische Themen. Hat Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden? Warum wird im Tomatensaft getrunken? Warum ist Schnee weiß? Also
Wobei das ja schon, also es ist ja so, das sind ja so erste leichte Wissenschaftskommunikation. Ja, genau, ne? Also das sind so Themen, die, aber die jetzt, ich sag mal, keinen vor ganz allzu große intellektuelle Herausforderungen stellen sollten, weil darum geht es auch gar nicht. Es geht halt eher darum, irgendein Thema zu haben. Letztendlich könnten die Studien auch kommen, sich irgendein Thema selber ausdenken und dazu halt was zu schreiben. Und natürlich bewerten wir halt am Ende auch den Inhalt, also auch sehr stark die Form, haben sie sich an das Template gehalten und das ist sozusagen der Artikel, der da rauskommen soll oder der kurze Bericht, ist der halt handwerklich sauber gefertigt, aber eben auch den Inhalt. Und ich meine, bei dem Inhalt muss man mittlerweile sagen, also für solche Themen würde ich sagen, ist das halt tot. Ne? Also da kann ich eben super so eine KI nehmen und die Fragen hat Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden und da wird halt was bei rauskommen, was ich jetzt als Dozent und ich meine, ich schaue mir das ja im Normalfall gar nicht an, das begutachten Studierende gegenseitig in einem Peer-Review-Prozess. Ich glaube nicht, dass die Leute da mitbekommen werden, ob das jetzt halt ein Mensch oder die KI geschrieben hat an der Stelle. Und ich glaube, das ist mir im Peer-Review, also jetzt würde ich, wenn ich jetzt Kommilitonen bewerten würde, ja, also vor allem, also wenn ich, natürlich ist es irgendwie blöd zu sagen, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe und mich da irgendwie 4 Tage hinsetze mit wirklich First-Draft-Phänomen, das wirklich durchgehe und du als Kommilitone von mir aus machst das jetzt irgendwie in 2 Minuten, dann würde ich mich natürlich, schon ein bisschen veräppelt vorkommen, weil warum habe ich dann, ich Vollidiot, da irgendwie 4 Tage reingesteckt oder von mir aus auch nur 2, was ja viel, viel mehr ist im Vergleich zu deinen 2 Minuten. Auf der anderen Seite kann man dich, ich glaube, es hängt so ein bisschen darauf ab, wie das Seminar damit umgeht, weil natürlich ist es erstmal, es ist zum Beispiel auch eine interessante Frage, ist das irgendwie ein Plagiat, weil also es ist ja auf jeden Fall eine Fremdarbeit in dem Fall, auch wenn es eine technische Instanz geschrieben hat, das definitiv. Zumal es ja auch gegen die Eigenständigkeitserklärung verstößt, aber das ist irgendwie nochmal ein anderes Thema. Wenn ich es aber als Seminarleiter weiß, dann könnte ich ja entweder so Fragestellungen nicht nehmen. Das wäre natürlich schade, weil man kann sich an so Fragestellungen gut abarbeiten und gerade dieses Handwerkliche, habe ich eine Einleitung, leite ich sauber über, bin ich kongruent in meiner Argumentation. All das kann ich gut üben, ohne mich eben um die Inhalte wirklich kümmern zu müssen. Oder als Seminarleiter, Seminarleiterin sage ich, wir benutzen das und nachdem wir gesehen haben, wie ein guter Text aufgebaut ist, gucken wir uns an, wie irgendwie eine KI, eine gute KI, vielleicht auch eine schlechte KI das gemacht hat. Also das war eines meiner Ideen, dass man das sozusagen nutzt, weil ich glaube nicht, und das hat irgendjemand auch in den Kommentaren, glaube ich, geschrieben, die Technik ist nun mal da. Also die geht nicht mehr weg. Und jetzt kann man, glaube ich, die krassesten Eigenständigkeitserklärungen runterschreiben und aufpeppen, also dass man sagt, hier ohne fremde Hilfe von Personen, Maschinen, Instanzen und der Matrix. Oder man schwimmt damit und sagt, okay, es muss eben Teil von einer Sitzung sein, KI-Texte sezieren zu können. Genau. Und ich meine, also soweit ich mich an die englischsprachige Diskussion mal erinnern kann, so auf dem Twitter-Campus, oder also da ging es um eben dieses andere Gen-AI-Programm, Tweet habe ich jetzt nicht rausgesucht, war das eben auch so eine Quintessenz am Ende da draus. Also wie du sagst, es geht nicht mehr weg. Es ist im Grunde auch vollkommen okay, wenn Studierende das benutzen. Aber dann wäre es halt nicht schlecht, wenn sie das halt mit angeben, ne? Und ja, sagen, also dieser Text oder zumindest irgendwie diese Abschnitte, die habe ich nicht wirklich selbst geschrieben, sondern da habe ich eben dieses Tool, was auch immer, dieses Programm Solf benutzt. Und ich meine, dann ist das vielleicht auch total okay. Wie gesagt, also bei uns in diesen Berichten geht es ja eigentlich eben auch gar nicht wirklich um den Inhalt. Also es geht darum, schon die Leute zu sensibilisieren, auch was ist ein Plagiat. Und das sieht man nachher in Kontrollen eben auch sehr deutlich. Ja. Diskutiere ich auch immer wieder mit Studierenden. Ja, guck mal, hier ist ein Abschnitt, was weiß ich, den Abstract und die Zusammenfassung. Und vielleicht so den ersten Abschnitt der Einleitung. Das ist tatsächlich was die Leute oft selber schreiben, ja. Und dann zwischendurch sieht man halt ganz viel, oh, hier wurde ein Abschnitt irgendwo sinngemäß übernommen und dann halt paraphrasiert und immer jedes dritte Wort geändert und so, dass das halt so ein typisches Plagiatstool eben nicht mehr als
voll krasses Wort für Wort Plagiat erkennt. Aber ich sag mal, Turnitin zum Beispiel, was wir halt benutzen, ist da halt sehr schlau. Und das kann man dann eben auch mit Studierenden sehr gut diskutieren. Und dann sage ich den Studis auch mal wieder, ne, es kommt eben nicht, also die Fähigkeit, an der wir bei euch interessiert sind, ist eben nicht, wie gut ihr einen Text kopieren könnt und dann irgendwie den umschreiben könnt, sodass den halt kein Plagiatstool mehr erkennt, sondern die Fähigkeit ist halt irgendwie zu einem Thema 1, 2, 3, 4, 5 Quellen zu lesen, die zur Seite zu packen, sich halt zu überlegen, was ist jetzt wirklich für mich und für das Thema, mit dem ich mich beschäftige, das Wichtigste daraus und das halt irgendwie in einem kohärenten Zusammenhang aufzuschreiben. Und ich meine, das kapieren die Leute dann in den allermeisten Fällen auch. Und jetzt ist halt die Frage, inwieweit eben eine solche KI einem dabei hilft. Und ich glaube eben nicht so wirklich. Oder sagen wir mal, dann halt so abschnittsweise. Ne? Also ich muss ja relativ konkrete Fragen daran stellen, sodass da halt am Ende was bei rauskommt. Wir können das ja gleich vielleicht mal irgendwie an einem konkreten Beispiel ausprobieren. Ja, hätte ich auch gesagt. Ich würde noch einmal kurz, also smodin.io, einfach um die Quelle mal zu nennen, ist die Seite, ist auch im Ursprungslink von Rex Schulz angegeben. Die Seite selber finde ich ganz interessant, weil sie eben doch mehr Kontext herstellt. Und in dem Kontext, es ging, der Spruch ist 15 Jahre alt, aber zum einen sagen sie so ein bisschen, wie es funktioniert. Ja, das ist auch ein bisschen Grundrauschen, aber dann so pro-contra abgewegt, fand ich ganz interessant. Und dann letzter Kontrapunkt ist, might affect cognitive. Okay, dieses might ist schon so ein bisschen, könnte sein, muss aber nicht. Und creativity skills in students. Und dann finde ich auch interessant. Natürlich, wenn ich das stumpf immer wieder benutze, dann wäre ich da sogar dabei. Jetzt versuche ich mal im Sinne der KI zu argumentieren. Ich könnte das aber auch oft genug benutzen, um auf Argumentationsstränge zu kommen, auf die ich vielleicht selber nicht gekommen wäre. Dann wäre es aber trotzdem irgendwie quellwürdig. Also im Sinne von, ich bin darauf gekommen, weil die KI mir das gezeigt hat. Oder aber auch, und das ist, finde ich, also der Metaskill, vielleicht findet man ja Muster in dieser KI. Und auch das können wir uns gleich mal angucken. Wenn Sätze oder jeder zweite Absatz mit in dem oder dadurch das anfängt, dann scheinen da in irgendwelchen Quellen Pseudo- oder auch richtige kausale Beziehungen gefunden worden zu sein. Also ich finde, diesen Punkt kann man auch, wenn man ihn richtig anspricht. Und ich meine, auch das, was du gerade gesagt hast, diese Transparenz muss man von einem Seminarleiter oder einer Leiterin erstmal bekommen als Studierender. Also da, das kann ich auch mal so... Nicht viele, also dieses, ich lade das Internet in oder ich lade es in eine bestimmte Software und wir gucken uns das an, das würde ich sagen, macht jetzt nicht jeder. Man muss irgendwie am Anfang eines Studiums unterschreibt man, dass man das nicht macht und wenn doch, dann böse, böse. Aber auch das kann man ja als Tool benutzen und nicht als Blackbox-Prozess aus Studierendensicht, weil da haben wir als Studierende habe ich da irgendwie keine Macht drüber, in welches Tool du meinen Aufsatz lädst. Genau. Ja, so Safe Costs, da musst du halt irgendwie 4 plus 4, da musst du halt irgendwie Correct Grammar. Gucken wir uns gleich mal an, weil ich würde den jetzt gerne kaputt machen, dass wir mal dagegen argumentieren. Ich habe mal den ersten Absatz genommen und einfach den gleichen Prompt, den auch Herbert hatte, von Nutzen in der Schule Aufsätze schreiben zu müssen. Er hatte einen leicht anderen. Ich glaube, warum müssen wir, wozu müssen wir noch Essays schreiben lernen? Genau. Ich habe daraus Aufsätze gemacht. Dann habe ich den rückübersetzt von Deutsch auf Englisch und dann fängt es schon relativ interessant an. Die Toolkette, die wir hier natürlich jetzt benutzen, ist ein bisschen fragwürdig. Schools are starting to include more writing in the curriculum. Okay, this is a good thing. Okay, also allein da würde ich schon sagen, okay, das ist irgendwie, das ist eine gute Sache, ein gutes Ding, ist irgendwie schon mal sprachlich irgendwie schwierig, also so viel zu Grammatik und Wortschatz. Ja, grammatikalisch würde ich sagen, vollkommen in Ordnung, ausdrucksmäßig. Ja, ja. Ist jetzt halt die Frage, wo man hin will. Also ich kann mich erinnern, dass man bei diesem Jenny AI und bei diesem Quillbot, den ich damals, Quillbot war so ein Tool zum Paraphrasieren. Genau, und den habe ich dann auch benutzt. Und da konnte man halt so ein bisschen, da oben so verschiedene Modes einstellen. Möchte man das eher formell haben oder eher besonders lesbar oder kreativ? Ja, aber ich meine, incorporate and starting to include, okay, dann more writing into, also ich wurde auch schon im Stream gefragt, oh, soll ich das benutzen? Und ich habe ganz klar gesagt, lieber nicht, weil Paraphrasieren ist eine Technik, die sollte man lernen, ja, aber nicht, um unter
nicht als Tarnmodus gegen einen Plagiatschecker. Also das ist einfach, paraphrasieren ist eine gute Technik, die man im Studium lernen sollte, aber dazu noch das handwerkliche Quellen benutzen und nicht als, das ist irgendwie kein eher nicht zum Verschleiern kompletten kein Tarnumhang, den man überwirft und sagt, oh, jetzt muss ich mich um keine Quellen mehr kümmern und ja, oh, this is beneficial because it requires students to use. Also irgendwann kommt man an den Thomas Mann-Sätze. Ja, weil das halt einfach in die Synonym-Datenbank dort nachschlägt und dann irgendwo halt, wie ich sage, ne, so wie man jetzt jedes dritte Wort muss ausgetauscht werden, jetzt suche ich halt einfach ein Synonym dafür und setze das da ein. Ich meine, nichts, also das macht halt einfach den Ausdruck kaputt. Klar, da oben kann man das dann so bis zu der Diamond-Stufe halt einstellen. Ja. Ich meine, nichtsdestotrotz muss man sagen, grammatikalisch sind die Texte ja durchaus sehr sinnvoll, also durchaus richtig. Ich habe auch schon Lehrkräfte gehört, die gesagt haben, und das ist tatsächlich was, was ich ab und zu auch unseren Studierenden empfehle, die ja jetzt, sagen wir mal, in manchen Fällen nicht umsonst eine Ingenieurlaufbahn anstreben und nicht Deutschlehrer geworden sind, weil so wahnsinnig gut ist jetzt die Ausdrucksfähigkeit in der deutschen Sprache nicht. Und dann sage ich, schreibt mal, also nehmt mal euren Text, packt den mal in DeepL rein, lässt den mal einmal von Deutsch auf Englisch übersetzen und wieder von Englisch auf Deutsch zurück. Ja. Dann liest sich der meistens besser und flüssiger, als wie ihr ihn halt geschrieben habt. Also natürlich muss man da nochmal drüber gucken, ob sozusagen bei dem Hin- und Zurück-Übersetzen irgendwie... Manchmal werden so AB, aus AB wird BA, und also im Sinne von... Ja, also ob halt einfach die richtigen Fachbegriffe da noch drin. Eine Spannung im Sinne von Elektrotechnik ist halt Voltage und eben nicht irgendwie ein Spannungsbogen, wie jetzt in der... In den Theaterwissenschaften, verstehst du, was ich meine? Er erinnert mich an sehr witzige Übersetzung, also schon bestimmt 10 Jahre her, da hat mal jemand versucht, ein Paper von Deutsch auf Englisch zu übersetzen, um es bei einer englischen Konferenz einzureichen, mit einem damals auch so semi-automatischen Übersetzungstool. Und das hat dann aus Störspannungsimpulsen, also irgendwo Leitungen im Kraftfahrzeug, und da gab es Störspannungen, die irgendwas gestört haben, und daraus wurden dann Sturgeon Voltage Pulses. So, und jetzt weiß ich, wie gut dein Englisch ist. Ja. Sturgeon ist halt der Stör, der Fisch. Ja. Ja, und das ist natürlich so grandios, wie man halt, also bei uns auch so Continuous Wave, ein Dauerstrichsignal, also so eine Welle, wenn du das halt mit Continuous Wave, mit Dauerwelle übersetzt. Ja. So, und da muss man aber sagen, da sind die Tools halt mit der ganzen KI im Hintergrund irgendwie schon deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Ja, und also je mehr wir darüber reden, desto eher komme ich wirklich zu dem Punkt, dass man das als Werkzeug in wissenschaftliche Seminare, Schreibwerkstätten etc. einbaut, wenn man es denn für einen benutzt. Und das könnte auch tatsächlich Deutsch als zweite Fremdsprache, also auch Fälle, die ihr durchaus bei Studierenden habt oder auch wir. Es kann durchaus auch helfen. Ich bin auch ehrlich, ist auch die Richtung Deutsch zu Englisch hilft. Definitiv, auch wenn man mal wirklich so einen Gedanken hat, den man sagt, okay, ich möchte das halt irgendwie sehr präzise formulieren und wir sind nun mal keine englischen Muttersprachler. Dann möchte man das auf einer Konferenz einreichen und man hat eben nur noch x Wörter. Das hilft definitiv. Und ob ich jetzt genau diese generieren, übersetzen, paraphrasieren, wieder zurück übersetzen, das wahrscheinlich nicht, aber das ist ja auch nicht Sinn der Gedanke, das haben wir jetzt einfach bewusst ad absurdum geführt. Magst du nochmal auf den Originaltext gehen? Ja. Also auf den, auf den dritten Tab. Ja. Kannst du nochmal größer machen? Was hier interessant ist. Viel größer geht's gar nicht. Das funktioniert ja scheinbar direkt in Deutsch, ne? Also du hast jetzt was ich hatte, genau, funktioniert, ja. Ich meine, können wir jetzt... Aber es sind da so, es lehrt sie auch. Also das würde meine ehemalige Deutschlehrerin irgendwie unterkringeln und irgendwie A für Ausdruck rechts dran schreiben. Ich persönlich finde auch dieses, ich habe einen ganzen Absatz, also die KI ist, es ist interessant, wie gesagt, als Werkzeug. Aber wenn man jetzt mal in die Kleinigkeiten geht, was ich auch Studierenden sage, ihr macht einen schönen argumentativen Punkt in einem Absatz und dann wird noch so ein Zusatzargument dran geflanscht, also dieses außerdem und zudem. Das Argument ist kohärent und in sich schlüssig und dann wird noch irgendwie so ein
Trockenanbau an ein althistorisches Gebäude geklatscht. Und das bricht dann leider so ein bisschen auseinander. Also da muss man irgendwie sagen, wenn man so ein bisschen oder öfter geschrieben hat und ich bin jetzt kein Profischreiber, aber ja, dann hilft es halt schon so zu verstehen, warum würde das ein Mensch nicht machen oder wie würde er das irgendwie besser zusammenkitten? Ja. Ja. Ist durchaus spannend. Kannst du mal versuchen, das Ding auf Englisch zu stellen? Ja, soll ich den Text vorher kopieren oder willst du den... Kannst du vielleicht, wenn nicht, machst du einfach einen neuen Tab auf. Ja, also du willst quasi die gleiche Aufgabenstellung auf Englisch oder? Nee, ich würde gerne mal auf, also weil wir haben ja dieses angesprochene Non-Technical, ich muss mich nochmal gucken. Wir haben jetzt dieses angesprochene Non-Technical Project-Seminar. Ja. Und da gab es jetzt in letzter Zeit häufig den Punkt, dass Studierende sich die Aufgabe ausgesucht haben, etwas über the historical view of oder on today's technology zu schreiben. Das hattest du getwittert, wo dann irgendwie über die Steinzeit und welche Relevanz. Genau, also es geht darum, dass halt sich insbesondere um die Jahrhundertwende, sagen wir mal, ne, Jules Verne und so, es gab ganz viel Innovation in der Zeit und es gab auf einmal drahtlose Kommunikation und Leute haben sich halt überlegt, hey Moment, wenn ich jetzt halt hier irgendwie per Morsezeichen Informationen übertragen kann, dann kann ich doch bestimmt auch Sprache übertragen und ich kann bestimmt auch Bilder übertragen und dann müsste es doch so Bildtelefonie geben, ja? Und dann haben wir du wolltest, dass sich die Leute damit mit alten Konzeptionen über unsere heutige Zeit auseinandersetzen. Genau, und ich wollte dass sie solche Beispiele recherchieren. Ja, also wie haben sich damals Leute vor 100 Jahren, sage ich mal, irgendwie Bildtelefonie vorgestellt? Oder man muss ja gar nicht so weit zurückgehen. Ich meine, ich kann auch in die 70er, 80er Jahre zurückgehen und sich angucken, wie sich Leute halt damals im Prinzip das Web 2.0 oder Web 3.0 vorgestellt haben. Ja. Es gab mal eine ganz interessante, das ist wirklich auch, glaube ich, echt mehrere Dekaden alt, wie man sich auch Lernen vorgestellt hat, dass irgendwie einer in so ein Megafon spricht und dann gab es so Leitungen oder Bücher wurden geschreddert und wurden... Genau, der Nürnberger Trichter, ja, den es da so gibt und also diese Sachen. Ja. Und das halt damit zu vergleichen, wie eben jetzt ein tatsächliches Bildtelefon, FaceTime auf einem Apple, wie auch immer, eben aussieht. Das war so die Idee. So, was wollen wir jetzt hier mit dem Tool machen? Ja, pass auf, so, und ich meine, das habe ich den Studierenden als Aufgabe gegeben und genau diese Idee, die ich jetzt gerade versucht habe zu skizzieren, die steht auch so auf der Aufgabenstellung. Also da steht halt zum Beispiel, ne, dass sich halt Leute vor 150 Jahren vorgestellt haben, irgendwie wäre doch geil, einen Tunnel irgendwie unter dem Ärmelkanal zu haben oder einen Tunnel unterm Ozean zu graben, der halt Kontinente miteinander verbindet. Und weil ihnen aber eben nur das Konzept des Zuges oder der Pferdekutsche bekannt war, sind dann halt in diesen Tunneln halt Pferdekutschen lang gefahren. Ja, und wenn man wir jetzt auch in einem Hyperloop denken oder mit irgendwer, okay. Genau, meinetwegen, ja. Und das eben zu vergleichen, weil in diesen Zukunftsvisionen steckt halt immer eine Vision drin, aber eben auch so diese Begrenzung dieses Denkens im Sinne der Technologie, die halt zu der Zeit irgendwie zur Verfügung stand. So. Und das Interessante ist eben, dass die Studierenden, und das habe ich halt in diesem Tweet verarbeitet, ganz oft rauskamen mit Sachen, einfach die History of Technology, also nicht the historical view on today's technology, sondern today's view on historical technology. So, und dann haben wir irgendwie so darüber nachgegrübelt und nachdiskutiert. Und deswegen wäre jetzt mal total interessant, was halt die KI dazu sagt, weil, also ich glaube, den konzeptuellen Fehler, den die Studierenden alle gemacht haben, ist, also sie haben halt das Aufgabenblatt nicht gelesen oder sie haben halt diese Aufgaben nicht verstanden und sie haben halt einfach bei Google eingetippt, the historical view on today's technology. Und wenn du halt bei Google eintippst, the historical view on today's technology, um dich da so ein bisschen inspirieren zu lassen, dann kommt da halt ganz viel History of Technology. Okay, ich mach mal den Kontext ein bisschen größer, im Sinne von, ich zeige jetzt einfach mal den Tweet, und ich weiß genau, was du meinst. So, und also wenn du jetzt nämlich Google fragst, das ist ja so ein bisschen die Frage, also woraus speist sich denn jetzt diese KI? Und ich meine, einfach googeln wird sie nicht, weil da steckt ja mehr dahinter. Also, the historical view of today's technology ist an sich
Also ich versuche, also als ich das erste Mal gelesen habe, ich dachte, okay, was könnte, also im Sinne von, was ist wohl die Aufgabenstellung, die zu diesem Bild führt? Dieses Steinzeit, ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder die Steinzeit ist, die wird ja oft genannt, aber es ist oft eine andere, genau. Ja, aber es ist ja oft irgendwie eine andere Zeit, es ist irgendwie nicht nur die Steinzeit, aber okay, das heißt, du, ja, das ist natürlich ein, ja, da fehlt natürlich jetzt so ein bisschen das Verb, aber wir probieren es. Okay, also er sagt, das ist schon mal kein guter Titel. Dum-dum. Denn fragen wir halt, how does the historical view on today's technology look like oder so. Nee, mach mal, how does the historical view, du musst mal das nur das View on wegmachen. Look like or? Ja. Ja, okay, so. Ich habe noch Credit, jawohl. willst du es deskriptiv oder argument? Ich würde es eigentlich, wir können das, glaube ich, deskriptiv lassen. Ja, a detailed information about a subject or story. So, und das andere wäre eher so pro-con, also das ist pro-contra. Das ist ja eher eine deskriptive Aufgabe. Die gute alte Erläuterung im Deutschkurs. So, right. Okay. Weil ich nämlich genau diese Diskussion heute wieder mit einem Studenten hatte. Ich meine, today's technology ist halt schon sehr, so, der erste Satz schon mal Gold. Technology has changed the world in many ways. Ich weiß nicht, wenn wir das jetzt in eine, das ist einfach, wenn man halt schon mal so ein paar Aufsätze gelesen, auch geschrieben hat, das ist, ich weiß gar nicht, wie ja. Ja, okay. Ich dachte, es wäre mehr punchy. Aber es ist zumindest ein Binsen-Weisheits-Einleitungssatz. Creating new opportunities and new concepts. For example, the printing press has changed society's view of knowledge. Das ist jetzt aber eher ein retrospektiver Ansatz, oder? Genau. Du wolltest ja, ich meine, zumindest nicht komplett in der Steinzeit, aber Leonardo da Vinci, okay, we've body food become so weak from not being active enough. Ja, aber ich meine, das ist halt schon, das ist ja schon, das geht ja schon in die richtige Richtung, weil ich meine, das ist ja schon belief, that Space Travel, ja. Aber ganz ehrlich, also das geht jetzt noch, wenn man jetzt so ganz grob quer liest, wir haben es natürlich jetzt nicht komplett gelesen, dann liest sich das jetzt eher wie ein retrospektiver, historische Analyse von, also im Sinne von, du willst ja, wie haben sich die Leute früher unsere Zukunft vorgestellt? Und das ist jetzt eher so ein synchrones, wie sind die Leute mit den Errungenschaften ihrer Zeit umgegangen? Ich meine, im Grunde, für meine Aufgabenstellung hätten die Leute sich eben auch jetzt irgendwie zurück in die Zukunft angucken können oder Star Trek, ja? Ja. Und das eben damit vergleichen, wie, also weil so ganz viele, ja, oder Raumpatrouille Orion oder so, wie das so hieß. Ja. Weil da sind ja auch ganz viele Sachen davon drin, dass man so einen Personal Assistant hat und eben einen Personal Communicator und was auch immer. Ganz kurz, dieser Satz, vorletzten Absatz, was ist ernsthaft? Today technological advancement seems to have stopped being a driving force behind world events. Tja. Ich meine, ja, es passieren Sachen, die nichts mit Technologie zu tun haben, aber ich glaube, es ist vielleicht sogar noch schlimmer. Technologie sorgt dafür, dass Weltevents, ja, okay, also das wäre so ein, und das meine ich mit irgendwie der Konkurrenz, die wir vor 20 Minuten hatten, weil hier wird von Space Travel und irgendwie Machine, possibly Artificial Skeleton und auf einmal soll es keine, many believe this is a good thing. Ah, hier, guck mal, das ist, many believe this is a good thing, da war doch schon mal was. Because it encourages people to take charge of their lives by minimizing consumption of resources and products. Was haben diese zwei Sätze miteinander zu tun, bitte? Also World Events und... Ja, die beiden Sätze haben irgendwie schon was miteinander zu tun, aber nicht mit dem ganzen Rest des Textes. Ne? Also ich meine, dass der technologische Wandel gestoppt hat, ist halt gut, weil wir dann weniger Ressourcen verbrauchen, verschwenden und weniger unnütze Produkte. No longer in Kurs. Das ist halt, geht genau in die andere Richtung wieder. Ne? Ja.
Aber er sollte ja gar keine, also es sollte ja gar keine Erläuterung schreiben. Dann noch so ein gleicher Part von Stereotypen und in some parts of Africa, young people still use books as their primary means of information access. Sorry, das ist halt einfach die Perpetuation, ist das richtig, von Stereotypen. Es gibt genug Zugang in verschiedener Welt. Es ist irgendwie Nord-Süd-Vergleich. Also ich muss sagen, die Red Flags mehren sich, wenn man den mal genau liest. Ja. Von Dingen, die man deutlich besser mit voneinander trennen muss. Aber ich muss halt sagen, in diesem anderen Jenny AI-Tool, was ich damals vor 2-3 Wochen mal benutzt habe, da war das halt so, du hast dem halt einen Titel gegeben und ich glaube, du hast so irgendwie so 2-3 Sätze vorgegeben oder noch so ein paar Stichpunkte und dann hast du, dann fing das sozusagen immer so an zu schreiben und dann hast du halt gesagt, oh ja, das klingt gut oder nee, das ist Quatsch, mach mal einen anderen Vorschlag. Und dann hat man sich so iterativ nach unten geschraubt. Und deswegen, ich sag mal so, hier habe ich jetzt ja auf den Knopf gedrückt, irgendwie hat 10 Sekunden gedauert, war irgendwie Ergebnis da, believe it or not, ja. Ich meine, bei dem anderen, das ging halt schon schneller, als einen ganzen Text von Hand zu schreiben, aber es ging jetzt auch nicht instantan, sondern man hat halt mit diesem Prompt, sage ich mal, mit dieser Eingabezeile eben so gespielt. Und hat sich das immer angeschaut. Und wie gesagt, am Ende kam da ein Text raus, den hätte ich auch so unterschrieben zum Thema, ob wir irgendwie Educational Streaming brauchen oder nicht. Der Text, der da halt rauskam zu einem wissenschaftlichen, elektrotechnischen, elektromagnetischen Verträglichkeitsthema, der war hochgradiger Quatsch. Also da hätte ich mich auch direkt hinsetzen können und den halt viel besser und schneller schreiben können. Dieses Jenny, ich will mal kurz schon diese Seite zeigen, einfach der Vollständigkeit halber, das war mit nach einer Registrierung oder einem... Genau, System. Da musste man sich natürlich... Ja, okay, das machen wir jetzt nicht, aber ja, Supercharged Your Writing. Ich meine, End Writer's Blog, Create, ja, irgendwie schon komplett, aber ich glaube auch nicht, dass, ich meine, das wäre ja der ganz stumpfe Ansatz, das irgendwie komplett von Null zu benutzen. Auf der anderen Seite ist ja irgendwie so eine Aufwandserhaltungssatzfrage. Schreibe ich es komplett von Grund auf selber? Versuche ich da irgendwie selber meine Argumentation aufzubauen? Oder versuche ich künstlich einen generierten Block da noch reinzuschieben? Dann sind wir wieder bei diesem Anbausatz. Ja. Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage auch, wofür man denn halt schreibt und warum man das alles halt macht. Also ich meine, wenn ich jetzt halt, from a student point of view, ne? Ich meine, aus Schülerinnensicht, wenn ich jetzt die Aufgabe bekomme, irgendwie da einen Text zu diesem Thema zu schreiben, und das interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich, dieses Thema. Und ich meine, ich weiß auch, dass mit diesem Text am Ende nichts weiter passieren wird, als dass das irgendjemand halt liest, nach irgendeiner Art Metrik bewertet. Ja. Und dann landet das halt in der Schublade. Dann ist es natürlich sehr naheliegend, irgendwie mit minimalem Aufwand diese Metrik zu erfüllen und das halt zu machen. Ich meine, wenn man jetzt eben sagt, ich bin irgendwie Content Creator, wie es so schön neudeutsch heißt, und ich schreibe da was für meinen Blog und ich möchte damit irgendwie Leserinnen erreichen. Manchmal liest man ja aus den Werbeschriften dieser KIs auch raus, ja super, jetzt lass die KI dein Blog schreiben und dann hast halt jede Woche irgendwie mit einer halben Stunde Arbeit einen neuen super Artikel auf deinem Blog. Ja, musst du halt natürlich vielleicht nur irgendwie ein Thema außen finden. Auf das alle Blogs gleich aussehen. So, genau. Und dann... also wird es bestimmt auch Leute geben, die das halt lesen, aber ich sag mal so richtig... sinnvoll ist es dann halt mit Sicherheit nicht, ne? Mir graut es dann nur, also angenommen jetzt für den Einmal-Case, okay, irgendwie, ich habe keine Zeit, ich will den Aufsatz schreiben. Anscheinend war das ja auch nur eine 2+, das ist ja irgendwie auch interessant, dass man sagen kann, okay, Beste, was ich machen kann, ist eine 2, wobei natürlich Noten subjektiv. Ja, wenn wir das jetzt bewertet hätten, was es geschrieben hätte, ich meine, was hätte man jetzt einem Studenten erlaubt? Keine 2, also sorry, so, also tut mir jetzt leid, aber ich meine, ja, wahrscheinlich wäre das irgendwie, wäre das ein Pass. Ich weiß es nicht. Wir hatten jetzt gar keine richtige Aufstellung, kein Rubik's Cube, wo man irgendwie sagt, okay, das ist gut, das ist schlecht, das ist sehr gut. Aber mein Punkt ist, mir graut so ein bisschen davor, wenn dann mal jemand ein Motivationsschreiben schreiben soll für eine Stelle, die er oder sie wirklich haben möchte. Oder
keine Ahnung, ein Verein macht eine Auslandsreise und man soll schreiben, warum. Und dann steht man leider so ein bisschen wie der Ochs vom Berg und weiß nicht genau, wie man jetzt ein, das ist jetzt wieder eher so ein O tempora o mores Argument, aber man muss es halt üben. Und ja, Lebensläufe und Bewerbungsschreiben kann man irgendwie in sich auch kritisieren. Aber es ist nun mal oft ein Punkt, wo man sagt, okay, ich setze jetzt was hin, ich will einen kongruenten Gedankengang runterschreiben, damit den andere verstehen. Und das muss man eben üben. Ich finde es auch interessant, die Seite verspricht ja auch noch ganz andere, also von Dissertation über Publikation. Und da muss ich echt sagen, ich weiß nicht, ob irgendjemand seine Promotion damit irgendwie bestreiten oder gar riskieren würde oder ob irgendein Reviewer 2 eine ich weiß es nicht. Also ja, ich sag mal so, für die Einleitung würdest du damit vielleicht sogar bestehen. Also wie du sagst, ne, ich meine, jetzt der erste Absatz zu unserem Thema, es klingt doch punchy so, ne? Und also weiß nicht, Motivationsschreiben, genau das ist, glaube ich, jetzt das, worüber man halt mal nachdenken muss oder was man halt so ausprobieren muss, für welche Sorte von Text eignet sich denn jetzt so ein Tool oder für welche Sorte halt auch nicht. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt eben daran denke, dass so Zeugnisse oder Bewertungen, wie sagt man denn, so ein Arbeitszeugnis, ne? Ja. Also das ist ja auch so aus so ganz generischen Textbausteinen zusammengefügt, ja, und mit so Floskeln drin wie war stets bemüht und so, also wir kennen die auch alle. Ja. Also ja, die Memes, ja. Gerade das ist ja was, wo ich sagen würde, das eignet sich super, das jetzt eben so eine KI schreiben zu lassen. Und um vielleicht nochmal irgendwie auf diesen Aufsatz Education-Punkt zurückzukommen, also guck dir halt mal die EdTech-Unternehmen an. Ja? Was versprechen denn die EdTech-Unternehmen? Die versprechen AI, KI-gestütztes Bewerten von Aufsätzen. Ja. Ja? So, und ich meine, ja, hallo. Dann bewertet sich die KI am Ende selbst. Genau, dann bewertet sich halt die KI selbst. Ne? Also das ist so. Möge der beste als Prompt Student gewinnen. Weiß, also ne, wie der alte Spruch hier halt heißt, mir fällt jetzt nicht ein, wer ihn gesagt hat, aber wir können es googeln. Wie man geprüft wird, so lernt man, ja. Also ich meine, wenn ich weiß, der Text, den ich da jetzt schreibe, ist echt total Hokus Pokus, das guckt sich irgendwie nur so eine KI an am Ende und die sagt dann, oh ja, das klingt aber gut, oh, da sind halt grammatikalisch korrekte Sätze, da sind wenig Rechtschreibfehler drin. Und da ist sozusagen eine Bedeutung, schwangere Sprache wird da benutzt. Ja, so what? Ich meine, dann lass ich halt den Text auch genau in dem Sinne von einer KI schreiben. Also, Aber es fehlt halt, es ist immer gerade so künstlich. Und ich meine, dadurch, dass wir es jetzt gemacht haben, würde ich oder andersrum, wenn das eine Lehrperson mal macht, egal auf welchem Gebiet, würde ich sagen, und vielleicht ist es deswegen auch eher ein Fortbildungspunkt, ich glaube, es sensibilisiert noch weiter. Und ich glaube, deswegen kam auch der Tweet von Regina Schulz so gut an, dass man sagt so, oh mein Gott, es ist schon hier, war's? Okay, ja doch, wusstet ihr das nicht? Ja, das ist klar, es ist schon hier. Also es hat so ein bisschen die Diskrepanz bezüglich der, wie weit sind wir damit jetzt schon? Und gut, wir wissen jetzt nicht, hat sie geschrieben, in welcher Klasse? Ich meine, should the British monarchy be abolished? Das könnte irgendwie, könnte das schon so ein 9. Klasse Englisch-Thema sein? Ich weiß es nicht, aber Klingt für mich eher nach einem Englisch-Leistungskurs oder Grundkurs. Ah, okay, ich glaube, dass man sowas eher wirklich in der gymnasialen Oberstufe. Ja. Aber ja, und sobald es irgendwie ein bisschen persönlicher werden soll oder faktenbasierter, wie du jetzt mit auf dem Bereich der Elektro-Ingenieurstechnik das Beispiel genannt hast. Ja, und ich glaube dann, wenn man so ein bisschen sensibilisiert ist und ich irgendwie, sobald ich das nächste Mal lese, many think this is a good thing oder good idea oder wie auch immer, dann warte mal, das habe ich irgendwie jetzt in 2 von 3 autogenerierten Essays gelesen. Ich würde sagen, also vielleicht ist in dem Sinne eben eine gute Metrik für Aufsatzthemen für Studierende. Ja. Wie gut dann eben eine KI in der Lage ist, dieses Thema zu bearbeiten. Ja. Also so ein bisschen,
Ja, wie wenn man jetzt eben über Prüfungsaufgaben für Open Book Prüfungen nachdenkt und Open Web Prüfungen und sagt, diese Aufgabe ist aber googelbar, weil wenn ich nach der Ableitung vom Sinus frage, eben jeder in Google eintippen kann, Ableitung Sinus, und dann kommt halt Cosinus raus. Und wie ich immer sage, ich muss weder verstanden haben, was Ableitung, was Sinus, was noch Cosinus ist und kann diese Frage beantworten, ist es eben vielleicht genauso eine Metrik für eine gute, offene Frage in dem Fall, inwieweit eben nicht ingenieurwissenschaftlichen MINT-Kontext dann so in Deutsch, Sprachwissenschaften, Geschichte, Sozialwissenschaften. Ja, wobei mir fällen auch, also wir haben durchaus immer mal wieder so das Thema, wenn man irgendwie über das Internet spricht und über Vernetzung und wie entsteht eine Webseite, dann hat man auch durchaus mal irgendwie, was ist denn, ist das Netz souverän? Ist das Internet irgendwie frei? Ist es ein rechtsfreier Raum? Also man könnte durchaus technologische Themen, was bedeutet Netzpolitik etc. Also das könnte man durchaus auch in einem Aufsatz aufarbeiten. Und mir fällt da tatsächlich der Anwendungsfall ein, dass man mit Studierenden in einem Seminar, das geht jetzt irgendwie weniger in der Vorlesung, aber in einem Seminar oder Schreibgruppe, dass man so Texte tatsächlich so zerlegt, wie wir sie gerade gemacht haben. Dazu muss ich immer noch wissen, was macht einen guten Text aus, aber ich glaube, das würde Studierenden auch schon helfen zu sagen, also dann kommt man vielleicht auch aus der Student-Shaming-Ecke raus, so wie wir es letztes Mal hatten, dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt hier nicht einen Text von euch genommen, sondern let's roast the AI könnte so ein Seminar-Übungsthema sein. Und ich glaube, das baut und das hilft dann. Und dann ist es auch gleichzeitig so ein Beispiel mit im Sinne von, das kann das Tool, das können so Werkzeuge und das können sie eben nicht. Definitiv. Hast du noch ein letztes Schlusswort, bevor ich... Ich glaube, den Sack, den können wir machen. Okay, sehr gut. So, freut mich. Dann würde ich mal sagen, wir können jetzt mit Hybrid weitermachen. Und ich glaube, das ist auch das spannendere Thema. Und dann machen wir mit OER weiter. Ich glaube, das ist auch genauso die Reihenfolge in Twitch. Auf jeden Fall. Du hattest zum Thema Hybrid. Fang mal an. Also ich war letztens bei einem, sehr spannend, bei einem Hybrid-Workshop, also wo es um Hybrid-Lehre ging. War der auch Hybrid? Nee, interessanterweise nicht, der war halt online. Ja, okay. Und die Person, die den Workshop gemacht hat, hat vorher noch nie einen Hybrid-Workshop gemacht. Und das war ein bisschen interessant, weil es dann so, wie wenn man als Blinder von der Farbe spricht. Es ging dann sehr interessant um ich sag mal so, Design-Thinking-Ansätze in der Lehre. Ne? Also wie man Lehrveranstaltungen gestaltet vom Konzept her und wie sozusagen Sachen aufeinander aufbauen und wie man immer wieder irgendwie Feedback- und Evaluationsschleifen reinbaut, um das iterativ immer wieder zu verbessern. In einem mehr oder weniger agilen Prozess mit den Studierenden, aber es half halt nicht so wahnsinnig viel zum Thema Hybrid. Und ich meine so, die These, die dann da aufgemacht wurde, ist, dass man halt, also wenn man eben diesen, weiß nicht, ob es jetzt wirklich Design Thinking ist, aber dieses iterative Verbessern von Lehrveranstaltungen eben mit Lehrveranstaltungen machen kann, warum kann man das dann nicht auch irgendwie mit Hybrid Settings machen, ne? Und also man stellt erstmal so ein Basisding hin, so mit einer Kamera und mit einem Mikrofon und das funktioniert dann erstmal und dann packt man halt noch ein zweites Mikrofon dazu. Also so ein bisschen auch so Reifestufenmodell, es wird immer genau besser. Genau, so, okay, und dann habe ich halt gesagt, kann man machen, aber dann stellt man halt fest, dass man halt an einem Rechner in einem Videokonferenztool wie Zoom eben immer nur ein Mikrofon zu einer Zeit betreiben kann. Ja, und wenn ich dann eben irgendwie ein Mikrofon für den Sprecher, sage ich mal, habe und ein Mikrofon für Fragen, was ich im Raum rumreiche, dann ist das total nervig, weil ich dann immer händisch zwischen diesen beiden Mikrofonen umschalten muss. Darf ich eine Trollaussage noch zwischendrin? Dann kaufen wir uns einfach für 1.500 € ein Atem Pro, schließen den an und jeder muss noch zur Schulung. Also es gibt technologische Lösungen und Hardware-Lösungen für dein Problem, aber das macht diesen Hybrid-Kontext, ja, so,
Ja, genau, so. Also das wäre, ich meine, klar, oder es gibt halt zwei Kanal, Funk, Ansteckmikrofone, was auch immer. Ich kann da nicht gut hinstellen. So. Ja, ich hatte gesagt, so, dann hat halt irgendjemand gesagt, ja, ist ja kein Problem, weil dann nehmen wir einfach einen zweiten Rechner und hängen das zweite Mikrofon halt an den zweiten Rechner. Da habe ich gesagt, Rückkopplung. Achtung, das kann man machen, klingt auf den ersten Blick wie eine total valide Idee, das zu tun, aber dann fängt man sich halt sofort die allertollsten Rückkopplungen der Welt ein. Ja, ja. So. Und also, ne, du brauchst halt auch zwei Rechner, die Zoom aktuell haben. Du machst dann auf einmal alles zweimal. So. Genau. So. Und das ist halt wieder so ein super schönes Beispiel dafür, dass man eben, sagen wir mal, irgendwie so Technik-Iteration und ich baue irgendwie Sachen so zusammen, eben nicht so denken kann, wie ich baue Lehrveranstaltungen aus verschiedenen Modulen zusammen und jetzt packe ich halt zu einer Input-Phase noch eine Austauschphase dazu und eine Murmelgruppe und ein Feedback und einen Selbsttest da. Also ne, ich meine, klar kann ich Technik irgendwie erweitern, aber es bleibt halt trotzdem ein irgendwie sehr, 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 sehr komplexes Gefüge. Ja. Kannst ja vor allem jetzt nicht auch nicht beliebig Technik kombinieren. Wenn ich jetzt irgendwie hier, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht zu krass in irgendwelche Nerd-Hardware-Themen einsteigen, aber wenn ich ein Mischpult habe, wo irgendwie ein Eingang, jetzt mal losgelöst, was das für ein Eingang ist, also angenommen, ich habe mir ein Mini-Mischpult gekauft, damit ich ein Mikrofon bedienen kann und das Mischpult ist klein und mobil, damit ich es mitnehmen kann. So. Und auf einmal brauche ich ein zweites. Dann brauche ich auf einmal ein zweites, oder stecke ich es dann an, installiere ich dann irgendeine App, damit die meine, das sind so, und ich glaube, wir sind schon eher auf der Nerd-Seite of things, aber selbst wir sind irgendwie bedient, wenn Twitch und OBS und was nicht alles im Hintergrund nicht direkt läuft. Und wenn ich das an einem Tag mache, wo ich erst in einer Kommission sitze, dann ein Seminar geben soll, dann selber mein Seminar habe. Also das will keiner und das kann ich verstehen. Ist also deine Antithese, dass Hybrid gar nicht wirklich agil oder sagen wir mal auch iterativ gedacht werden kann? Es klingt so ein bisschen, als hätte Hybrid, und das würde ich unterstützen, so eine natürliche, so ein Ceiling-Effekt. Also irgendwie so einen typischen, darüber hinaus wird es n-fach komplizierter. Ja, also ich würde halt sagen, wenn du irgendein Setting hast, also irgendwie Kameras hinzufügen, ist halt relativ einfach, weil die sich halt nicht gegenseitig groß beeinflussen. Ja. Und zusätzliche Monitore hinzufügen ist halt auch kein Hit, weil also das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass du halt mit der Kamera wieder einen Monitor filmst und dann hast du halt so eine Endlosschleife gebaut, die halt nicht viel bringt, außer dass du irgendwie Daten durch die Gegend schubst. Ja. Aber also gerade beim Ton würde ich halt sagen, dass es schon du musst halt ein Setup haben und dann ist es das halt. In welchem Vorlesungsseminar, also in welchem, also bei Hybrid ist ja der physische Raum, also wirklich jetzt der Raum, in dem man in dem Moment lehrt. Auch interessant, in welchem Kontext war das denn auf der Vorstellung? Also ich glaube, das war so aufs relativ normale Übungen, Tutorial, Seminare bezogen, vielleicht mal auf eine Vorlesung. Aber ich meine, wenn wir ehrlich sind, sind ja Vorlesungen im Normalfall eben jetzt nicht so wahnsinnig interaktiv, als dass ich da jetzt halt ganz viel Rückkanal irgendwie haben müsste. Ne? Und da super viele Fragen aus dem Publikum erwarte, für die ich jetzt noch... Geht zwar, aber das muss kultiviert werden. Alles das, was wir schon ganz oft hatten. Geht, aber ist nicht oft der Fall. Ja. Wolltest du auch über den Verteilung, also noch mehr zur Konferenz, oder wollen wir auch mehr über den, wollt auch über deinen Tweet sprechen, wo du mal analysiert hast, Leute, es ist jetzt irgendwie Semester 4 oder 4 nach Corona-Zeitrechnung. Ja. Wie sieht es denn aus mit Hybrid? Und ich konnte selbst nichts zu beisteuern. Ich kann ihn schon mal raussuchen. Du kannst ihn ja mal raussuchen. Ja, erzähl doch schon mal, was... du dir dabei gedacht. Ja, also die Sache ist, dass ich halt kürzlich einen Artikel geschrieben habe. Ich muss mal gucken, ob ich den jetzt noch vorher schon mal irgendwie auf meinen Blog stellen kann oder ob ich wirklich warten muss, bis der jetzt noch durch die ganze Review- und Veröffentlichungsschleife gehen kann, bis man den da tatsächlich mal lesen kann. Und da habe ich halt so lockerflockig reingeschrieben, also es gab so einen ersten Hype von Hybrid im ersten Corona-Wintersemester und dann so eine kleine Konsolidierungsphase im Sommersemester. Und dann vielleicht noch mal mehr Nutzung im Winter und in diesem Sommer so gefühlt, im letzten Sommersemester passierte halt kaum noch was mit Hybrid und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jetzt im nächsten Wintersemester viel passieren wird, wobei der Blick in die Zukunft und in die Glaskugel halt immer schwierig ist. Und das die kann, Frage, ja.
Also, und dann hat halt jemand, der das schon mal so vorbegutachtet hat, halt reingeschrieben, woher? Woher stammt diese Information? Und das war halt einfach nur so mein Empfinden. Ja, und dann habe ich eben versucht, mal Statistiken zu bemühen, die diese steile These unterstützen. Ja. Und es ist gar nicht so einfach, da was zu finden. Also der Andreas Sexauer hat mir weitergeholfen und hat mich sozusagen auf die Fährte geführt, doch auch einfach mal in unserem eigenen Lehrplanungssystem. Und wahrscheinlich könnte man, wenn jetzt diese Sachen irgendwie gefleckt sind in den anderen, an allen Unis Deutschlands eben auch mal so gucken und das Lehrveranstaltungsverzeichnis danach durchsuchen. Also wenn man sich das halt am Ende nebeneinander legt, KIT und OFGU, sieht jetzt eben auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich aus. Also du hattest geschrieben, Präsenz 19 gemischt, 9, online 22, abgesagt 8. Ich würde sagen, die Dunkelziffer ist extrem hoch. Ja, und das ist halt Quatsch. Also in dem Sommersemester, da findet man, in Magdeburg ist das genau 2-2-2. Also weil das da halt einfach noch niemand getaggt hat, weil da so dieses Hybrid-Denken, da war halt in diesem Semester war ja sozusagen per se sowieso alles online, bis auf vielleicht ganz, 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 ganz wenige Laborsachen. Ne? Und ab da wird es halt einigermaßen aussagekräftig und unten irgendwo ist so ein Diagramm und dann sieht man halt, dass da die Online-Kurve, muss man noch auf weitere Antworten anzeigen wahrscheinlich klicken, dass da halt die Online-Kurve da... Das genau, ist jetzt ne? auf... Das ist jetzt KIT-bezogen. Das ist KIT-bezogen, da jetzt okay. mal das allerletzte Wintersemester jetzt halt rausgenommen. Weil ich meine, es ist halt auch ein Level an Transparenz, um es mal ganz ehrlich zu sagen, der vielleicht der das nicht immer erwünscht ist. Weil man hat vor Corona immer gesagt, ja, Vorlesungen sind öffentlich, es kann sich doch jeder reinsetzen. Also es war zumindest immer so mein Empfinden. Auf einmal sind Vorlesungen online möglich, dass eigentlich rein hypothetisch noch mehr Leute teilnehmen könnten, weil ich muss ja erst gar nicht auf den Campus. So von wegen Barrierefreiheit, Zugang zur öffentlichen Information, ne? Grüße gehen raus. Aber irgend so richtig offen oder hochschulöffentlich war dann oft ein Adjektiv. Das heißt, man braucht dann irgendwie doch einen Zugangscode oder eine Uni-Adresse. Und die bekommst du leider nur, wenn du immatrikuliert bist oder wirklich jemanden gut kennst. Aber eigentlich kriegt man sie nicht, ohne der Hochschule anzugehören. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass man noch nicht mal rausfindet, was überhaupt wie stattgefunden hat. Und auf der einen Seite ist es halt so ein bisschen, ach komm, das Semester ist jetzt vorbei. Das kennen wir als Phänomen. Jetzt habe ich nicht noch Lust, meine Datenbank zu aktualisieren, so wie es wirklich war. Ich kann auch, weil sich ja auch im Laufe einer Lehrveranstaltung halt geändert haben. Genau, und das kenne ich tatsächlich auch. Manche Sessions eben so waren und zwei Wochen später war es dann wieder anders. Ja. No, und das ist jetzt die Statistik. Ich glaube, darunter ist noch ein bisschen schöneres Diagramm, aber das tut es natürlich auch von der OFGU. Also, weiß ich nicht. Naja, vielleicht auch nicht. Also wahrscheinlich müsste es jetzt auf den einen... Kriegen wir hin. Genau, das ist jetzt so in dem ähnlichen Stil gemacht und da sieht man, dass das halt, also dass diese Hybridgeschichte eher über die Semester halt abnahm. Das ist halt auch krass, wie Präsenz einfach durchsteigt. Also ich meine, Sommer 2021, ja, das ist, aber das, ja, also ich war ein bisschen erstaunt und leicht schockiert, weil ja, Hybrid nimmt auch ab und Online nimmt auch ab und Präsenz, also es ist halt, wenn man jetzt wieder noch drüber legt, wann welche Leitartikel in diversen Tages- und Wochenzeitschriften die Rückkehr zur Präsenz gefordert haben, dann hatten sie Erfolg. So. Ja, na klar. Und das Argument, was Alexander Lasch uns nochmal liefert, dass man natürlich sehr wohl super differenzieren muss, was denn jetzt sich ganz konkret da unter Hybrid klar, aber ich weiß nicht mal wirklich, was sich halt beim KIT hinter gemischt verbirgt. Ich meine, gemischt kann ja auch blendet sein, kann, also da ist diese Statistik, komm mal ein bisschen runter, das, was unsere Uni halt liefert, da noch ganz interessant, weil wir haben halt Hybrid und Semi-Hybrid. Nee, mach mal, ich glaube, ein bisschen hoch, irgendwo war das, ja, genau, das ist das, was man bei uns auswählen kann. Also am KIT konnte man halt auswählen, Präsenz, Online und gemischt. Und gemischt. Ja, was ist denn der Unterschied zwischen Mix aus Synchron und Asynchron? Ach so, wegen Asynchron. Aha. Ja, genau. Und also bei uns im ersten Corona-Semester haben wir halt alle gesagt,
es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie den Stundenplan, den wir geplant haben, 1:1 synchron durchzuziehen, ja, und wir treffen uns montags 7 bis 9 für die Grundlagen der Elektrotechnik und 9 bis 11 für die technische Mechanik und so. Macht ja. Videos, macht asynchron, macht Skripte, lasst den Leuten Freiraum, macht sozusagen im eigenen Tempo. Ich weiß auch nicht genau, was sich bei uns unter Semi-Hybrid verbirgt. Also ich glaube, Semi-Hybrid könnte sowas sein wie, es ist vor Ort und wird aufgezeichnet, aber nicht live gestreamt zum Beispiel. Ja. Also, ne? Asynchrone Online-Veranstaltung. Auch spannender. Also, ja, genau. Und asynchrone Online-Veranstaltung ist halt die PDF-Wäscheleine im Moodle-Kurs. Ja, aber da muss ich nicht online für sein. Da muss ich für den Download einmal online sein. Ja, genau. Dann bin ich bei Download on Demand Netflix-Style. Ja. Ich finde es irgendwie so spannend. Man wird irgendwie im Studium so total, also zumindest ich wurde irgendwie total so auf nicht, also sich nicht ausschließende Bullet Points oder not mutually exclusive Items, da wurde man irgendwie total drauf getrimmt und dann kriegt man irgendwie das, also jetzt, ja, ist KIT macht gute Arbeit, keine Frage, Magdeburg auch, aber es wird irgendwie Lehr-Settings und Lernphasen irgendwie miteinander vermischt und ich kann auch mehrere Sachen machen, vielleicht habe ich die Überveranstaltung oder sind nun mal asynchrone Elemente drin und dann mache ich halt eine hybride Sprechstunde, aber ich weiß nicht, es ist halt irgendwie schade, dass das nicht, aber es zeigt halt auch, wie schwer das ist für, ich versuche ja irgendwie immer alle Seiten da mit einzubeziehen, es zeigt ja, wie schwer das für administrative Kräfte hinter der Lehre ist, das irgendwie abzubilden. So Leute, ihr habt jetzt irgendwie 4 Semester oder 3 Semester Zeit gehabt, was machen wir denn jetzt? Wie viele Veranstaltungen und welche Abkürzungen wollt ihr haben? Ja, und das ist dann eben so die Liste, die da rauskommt. Ja, genau. Und ich meine, da gibt es also wahrscheinlich noch viel, 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 viel mehr Abstufungen, Graustufen halt dazwischen. Und also ich habe noch irgendwie so eine Statistik gelesen, wo der Stura oder Stuvus, glaube ich, nennt sich der Uni Stuttgart, ein bisschen so die Corona-Semester zusammengefasst hat. Und da war halt auch so eine Kernaussage Studien. Also was jede engagierte Lehrperson für sich gemacht hat, das war an sich schon irgendwie sehr toll, ja. Aber jeder hat halt irgendwas anderes gemacht und es fehlte so ein bisschen eben so der rote Faden oder man wusste nicht so richtig, woran man war, weil der eine hat eben gesagt, pass auf, hier ist mein Skript, lest euch das durch, ich kann den Sommer über golfen, tschüss, wir sehen uns zur Prüfung wieder, ne? Und der andere hat gesagt, wir treffen uns jede Woche synchron und der nächste hat gesagt, mache euch jede Woche ein kleines Video und das ist schlimm für Studierende, ich meine, gerade halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Also ich meine, meine These oder warum ich das halt irgendwie diese Statistik gesucht habe, also mir so vom Empfinden her hätte ich auch gesagt, dass Hybridveranstaltungen einen schweren Stand haben. Ich meine, wir haben das schon oft genug diskutiert, es ist technisch aufwendig, es bietet dafür eine ganze Menge Flexibilität. Und die Raumausstattung, klar, das ist halt das, woran es halt scheitert. Und die These, die ich da in dem Artikel so ein bisschen aufmache, ist eben, also selbst wenn du die Raumausstattung hast, musst du das eben von vornherein irgendwie in so einem Studium und Curriculum mitdenken. Und eine Sache hybrid anzubieten, darf eben nicht sozusagen die teure Extra-Option für eine Lehrperson sein, sondern das muss eigentlich der Standardweg sein. Ich gehe in einen Raum rein, drücke einen Knopf, so wie ich das Licht und den Beamer anmache und habe dann sozusagen ein auf Anhieb lauffähiges Videokonferenzsystem, was mir halt Hybridlehre erlaubt. Und solange das, ne, und für jede Lehrveranstaltung geplant wird, plane ich eben nicht nur einen physikalischen Raum, sondern gleichzeitig eine Videokonferenz. Ja. Und es ist eben immer klar, wenn ich diese Lehrveranstaltung da in diesem Raum habe, kann ich eben auch im Stundenplan nachschauen und sehe da, ich kann mich eben gleichzeitig auch in diese Videokonferenz dazuschalten. Und solange das halt nicht so da ist, werden wir uns mit der Hybridlehre auch nicht durchsetzen. Und Alexander Lasch. Es ist großartig. Es gibt so Tweets, die würde ich gerne zweimal liken. Und das war einer davon, weil es einfach, es ist, ja, wenn man in der Position schon mal war, dass man so sagt, boah, es ging gestern, es wird morgen wieder gehen, heute geht es gerade nicht. Keine Ahnung.
Mit der eigenen Technik hat man die Probleme teilweise auch. Ja, und selbst mit der eigenen Technik. Also, ich meine, ich kann mich halt im Sommersemester an ein Dings erinnern. Ich komme in unseren Raum, in unseren super ausgestatteten Besprechungsraum, Lehrstuhl eigen. Da ist sonst nie jemand drin. Ja, da ist dieses Smartboard mit einer Logitech Meetup, mit einem Logitech Meetup Ja. drauf. Mache die an. Es funktioniert sozusagen alles, bis auf die Kamera zeigt für irgendwie 2 Sekunden oder sagen wir mal für eine halbe Sekunde ein vernünftiges Bild und wird dann total blau. Total blaustichig und es sieht aus, wie wenn man halt von unter Wasser sendet. Und ich mache die Kamera an, ich mache die Kamera aus, ich starte den Rechner neu, ich stecke die Kamera an einen anderen USB-Port. Kabel? Ich Kabel mache drauf? alles Mögliche, ich mache die Kamera stromlos an und aus. Ich habe wirklich alles probiert. Zum Verrecken kriege ich diese Kamera nicht hin. Und also, ne, man macht sie an, dann sieht man, hey, wunderbares Bild. Das Und zack, nach zwei, also wirklich so nach ein paar Frames sieht man, wie das graduell immer schlechter wird. ist halt mit So. einem Doktor in den Ingenieurswissenschaften schon schlecht, ne? Also es lässt einen so ein bisschen Es zweifeln. lässt einen so ein bisschen verzweifeln. So, und dann kriege ich halt irgendwie, dann sagen wir uns ja, okay, ist jetzt halt irgendwie so. Und dann kriege ich einen Tag später eine E-Mail von Logitech, wo so drin steht, ja, we are very sorry. So, sie haben halt irgendein Update ausgerollt und auf diesem Rechner hatte ich irgendeine Logitech Sync Software drauf. Die brauchte man halt, um damals diese komische Scribe-Kamera zu betreiben. So, und über dieses Logitech Sync hat es halt irgendein Auto-Firmware-Update oder irgendein Auto-Treiber-Update dieses Rechners gegeben, der halt dazu geführt hat, dass dieser Kameratreiber halt kaputt war. Und das hat sich halt einfach im Hintergrund selber eingespielt, ohne dass man irgendwas davon mitbekommen hat. So. Und dann haben sie halt das zum Glück irgendwie gemerkt, wahrscheinlich, weil sich auch 1.000 Leute bei Twitter beschwert haben, dass ihre sauteure 2.500 € Logitech-Kamera jetzt irgendwie komische Unterwasserbilder macht, ja. Und haben das halt schnell zurückgerollt. Aber da siehst du halt, wie, ne, also im Zweifel, du hast ein teures Equipment, das ist auch Ja. deins, du weißt auch, wie es funktioniert. Und dann kommt Logitech um die Ecke und brickt dir halt die Kamera, Ja. nach dem Motto, ne? Und ich meine, das ist ja, also, das, Nee, ja, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. So, und dann, um jetzt das Hybrid-Thema abzuschließen, Ja. abzubinden, und dann können wir zum Ende kurz auf mein Mikrofon hier kommen, weil das auch so zum Thema Hybrid irgendwie gut passt. Ja. Ich habe ja am Wochenende, wie man auch bei Twitter irgendwie lesen konnte, eine Konferenz besucht und ich habe mir jetzt nochmal im Nachgang irgendwie so ein paar Aufzeichnungen angeschaut und das war halt wieder irgendwie noch, also ich habe schon diese Konferenz irgendwie schon ein bisschen auch versucht, möglichst konstruktiv zu kritisieren. Ich versuche jetzt nicht allzu sehr darüber abzuwenden, aber Henrik sitzt da, Ja, regungslos. das Ding ist, ich weiß ja ganz oft, worauf du hinaus willst. Ich habe die Tweets gelesen. Naja, ich Ich habe mir meine, jetzt dadurch, noch dass ein du paar halt. Aufzeichnungen, ich habe mir noch ein paar Aufzeichnungen angeschaut. Ja, Und das es ist halt geht auch halt wieder, wer so. macht das denn bitte, Matthias? Wer guckt sich denn, wie viele Aufzeichnungen hast du dir angeguckt in Ja, Stunden? so 2, 3. So, Ach du und liebes das Ding ist, bisschen. also. Mach. Du bist Netflix, ich bin Videokonferenzen. We are not the same. Ja, erzähl mal, Ja, konstruktive Kritik war ja schon dabei. also, oder sagen wir mal so, man könnte es so zusammenfassen. Du machst halt eine Konferenz nicht zu einer Hybridkonferenz, indem du einfach in jeden Raum einen Laptop hinstellst, Nein, ja, der ja. irgendwie in irgendeine Richtung filmt und irgendein Mikrofon dran hat. Und dann startest du halt ein Big-Blue-Button-Meeting und sagst jetzt, Leute von außerhalb, schaltet euch mal mit dazu. Ja, das ist der Und Synchronizitätsgraben, um mal bei Jöran zu ja, bleiben. da ist halt der arge Hybriditätsgraben ist da voll dabei, ja. Und also ich habe halt so Aufzeichnungen gesehen, also so, da ist halt die Kamera ist halt so gegen das Fenster gerichtet. Also du siehst halt, also was draußen passiert, ist halt wunderbar, weil da ist schön hell, ja, und das alles schön überblendet. Und von dem, was im Raum passiert, siehst du halt schemenhaft da Leute. Und dann gab es halt Leute, die gesagt haben: Oh, ich bin ja hier im Bild zu sehen, schnell weg. Okay, also als Referentin. Ja, weil ich glaube, das Ja, Ding ist okay. halt auch, dass wenn du natürlich irgendwie deine Referenten und deine Session-Chairs nicht mitnimmst in dem Prozess, jetzt zu sagen, wir machen das halt hybrid, also Ja. man kann es halt auch lassen. Und was ich halt so besonders schade finde an diesem ganzen Ding ist, dass das ja jetzt mal irgendwie die erste sachsen-anhaltinische irgendwie Konferenz in der Richtung war. Ja. Und
dass vielleicht irgendwie die drei motivierten Lehrkräfte, die jetzt gesagt haben, oh, da gucke ich mal hin und das ist jetzt ja, und dann gucke ich mir das mal an mit der tollen neuen digitalen Welt und, ja, und wie man das alles super machen kann. Also, dass die natürlich verschreckt sind und halt sagen, was, das ist jetzt die der neue heiße Stuff, was? Der neue heiße Stuff, das ist die Kultur der Digitalität. Ich kann mich da online in so eine Konferenz reinschalten und dann sehe ich da ein abgefilmtes Waschbecken und einen Seifenspender. Ja, okay. Also du sagst, eigentlich müssten wir weiter sein, höre ich so raus. Ja, und also... Hat die Konferenz, ich will so ein bisschen Erwartung, also ne, Erwartungshaltung und Enttäuschung sind ja irgendwie so Geschwister. Hat die Konferenz denn explizit mit einem hybriden Angebot geworben? Also ich meine, die Konferenz hat, glaube ich, überhaupt wenig geworben. Gott, Matthias, ich versuche es zu retten, aber es ist... Ja, also wenn dann vielleicht nicht mit einem Hybridkonzept, keine Ahnung, also man konnte das so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslesen, aber ich meine, wenn ich halt ein Big Blue Button Meeting anbiete, dann muss ich halt auch damit rechnen, dass sich da Leute reinwählen und dann ist es vielleicht auch nett, wenn die halt einen Chat haben und geteilte Notizen und wenn die irgendwie... Also, Chat war aktiv, deaktiv, ne? Ja, also... Ja, okay. Dann ist es irgendwie so, ja... Also es war halt... weiß nicht, also es war halt vielleicht gut gedacht, vielleicht war es nicht mal das, aber es war halt definitiv irgendwie nicht. Aber dann lass uns mal durchgehen. Und was, genau, und ich meine, und was halt schade ist, dass ich halt weiß, ja, dass diese Organisationen, die das halt organisieren, also dass die halt natürlich, so, sagen wir mal, so Showrooms haben, wo sie halt auch Schulen durchführen, um zu zeigen, hey, guck mal, cool, was man hier machen kann und Smartboard hier, okay, und da haben wir jetzt, okay, wo haben wir Dings da und so. Also, und da haben wir halt ein Atem und, oh geil, da können wir mehrere HDMI-Quellen mischen und da können wir Picture-on-Picture machen oder, ja, können wir Greenscreen machen. Also eigentlich ist die Hardware da, sagst du. Genau. Also eigentlich sollte das Zeug halt alles da sein. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute gefehlt, die das halt irgendwie bedienen konnten und so. Aber es, also, ich weiß nicht, ich fand es halt total seltsam und ich also das, die Gefahr, die ich sehe, ist, dass man halt diese zarte Pflanze, die da vielleicht irgendwo gerade mal gewachsen ist oder so sprießte, dass man die jetzt damit so ein bisschen kaputt getreten und kaputt getrampelt hat und das Thema zumindest irgendwie mal fürs nächste Jahr vorhanden ist. Ja. Aber ich meine, lass uns mal durchgehen, was so irgendwie das kleine 1x1 von Hybrid ist. Ich glaube, das wäre einfach... Also das kleine 1x1 von Hybrid wäre für mich, es gibt zumindest mal irgendwie eine Kamera, wo ich halt die sprechende Person sehe. Und nicht so von low irgendwie so komplett in den Himmel. Ja, also, ich habe halt Aufzeichnungen gesehen, da stand die sprechende Person ohne Quatsch so. Ja, okay, das ist ja okay. Also und dann hast du halt da hinten irgendwie eine gekachelte Wand gesehen und ein Waschbecken. Okay, ja. So. Und eine Folien abfilmen würde mir jetzt spontan noch einfallen, irgendwie digitale Inputs. Die Folien hat man leider nicht gesehen, also es gab keine parallele Bildschirmfreigabe. Ja, so bei manchen, dann wenn die Kamera, sagen wir mal, irgendwie so gestellt war, dass die Folien so mit drauf waren, dann hast du die halt aber so ganz klein und ganz verzerrt gesehen, so wie, weiß nicht, wenn ich jetzt hier unseren Jahresbericht hier in die Luft halte, ne, dann hast du halt so irgendwie die Folien gesehen. Ja, das ist ja total schwierig, da auch irgendwas zu erkennen. Mikrofon, Audio. Mikrofon, Audio, also ich bin mir nicht sicher, was sie, weil man hat leider natürlich aus der Ferne auch nicht so richtig gesehen, was da jetzt für Equipment im Raum ist. Also ich hätte gesagt, da stand halt irgendwo ein Laptop rum, so wie so auf dem Pult. Der hat das mit der Kamera gefilmt und man hat einfach das interne Mikrofon des Laptops benutzt, weil man halt gemerkt hat, wenn die Leute halt davor standen und auch dementsprechend irgendwie ein gutes Kamerabild hatten von der internen Laptop-Kamera, hat man sie auch gut verstanden und gut gehört. Und wenn sie dann eben irgendwo hier so standen, dann hat man sie halt eben nicht. Ja, okay, also keine eingebauten Mikrofone. Keine eingebauten. Nee, schwierig, Mikrofone. Dass wir das nach 4 Jahren noch sagen müssen, aber wir sagen es trotzdem. Ja, und das, genau, und das ist halt das Kleine. Ne? Ich meine, wir machen das ja alle irgendwie auch nicht erst seit vorgestern. Und der zweite Kritikpunkt ist eben, es gab kein Mikrofon für Fragen im Raum oder eben die sprechende Person war nicht darauf sensibilisiert, die Fragen eventuell nochmal irgendwie zu wiederholen. Genau, weil das wollte ich auch sagen. Ich bin immer noch gegen Wurfmikrofone. Es wurde auch letztens auf irgendeiner, ich glaube, es war die Didaktik, coole Konferenz, ich konnte leider nicht teilnehmen. Aber also die Bilder vom Wurfmikrofon, ich glaube, es war so ein heiterer Moment, aber mir ist mein Mikrofonherz ist mir wieder, da ist mir die Mikrofonkapsel wieder gebrochen. Also man kann die Frage wiederholen und das ist ein Wurfmikrofon. Wie bitte? In der Plenary Session gab es auf jeden Fall. Ja, aber irgendwie Frage wiederholen,
das ist der Trick. Also dann muss man auch irgendwie zuhören. Die Frage muss natürlich auch kurz sein, darf kein kleiner Vortrag sein. Okay, dann haben wir irgendwie Audio-Video geklärt. So, und die Ambivalenz, ich sag mal, dann vielleicht eben irgendwie ein Chat, ein Rückkanal. Ja, Rückkanal, ich mein, Feedback. Wenn man denn nämlich als Zoomi, ja, auch wenn das Ganze jetzt per Big Blue Button stattfand, wenn man dann halt als Zoomi feststellt, sorry, ich habe jetzt die Frage nicht verstanden oder ich verstehe halt irgendwie seit einer Viertelstunde in dem Vortrag überhaupt nichts, weil die Person eben nicht hier steht, sondern irgendwie 3 Meter neben dem Laptop. Das scheint dich wirklich, gecatcht zu haben, Matthias. Oh, so, also, ne? Und ich meine, die Lösungen sind doch halt seit... Hatte die Konferenz, also was mir auf Konferenzen fehlt, ist irgendwie so ein zentraler, egal ob das jetzt ein LMS ist oder von mir aus eine Liste mit wann findet was wo statt, also so ein zentraler Ort. Ja, genau, also es gab so Moodle, es gab ein Moodle-System. Okay. Aber da war jetzt auch nicht so richtig klar, ich meine, in einem Moodle gab jetzt keinen zentralen Plenary-Konferenz-Chat irgendwie in dem Moodle. Und ich weiß nicht, also man hätte jetzt bestimmt in die Moodle irgendwo eine Systemnachricht an irgendeinen Admin schicken können. Ich glaube aber nicht, dass sozusagen die Person, die das Moodle administriert und diese Nachricht dann liest, dann jetzt eben sagt, oh Moment, in Raum B2 gibt es gerade ein Audioproblem. Vielleicht kann da die sprechende Person mal etwas näher an das Mikrofon herantreten. Also wir haben einen Kommentar. Hallo Olli. Er meint, dass wenn ein 60-jähriger Lehrer, ich glaube, das Alter spielt in dem Kontext keine Rolle, aber solange Lehrer oder Lehrerin das nebenbei machen müssen, wird es nichts, wenn ich die Nachricht so korrekt. Ja, definitiv. Aber ich meine, der Punkt ist, ich hätte jetzt mit Equipment, was in meinen Rucksack passt, mit dem ich meinetwegen schon nach Russland geflogen bin, ja. Ja. Ein besseres Hybrid-Setting hinbekommen als Leute, die da vor Ort irgendwie eine Konferenz. Also ich fand das halt alles irgendwie so unglücklich. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen von dem kleinen 1x1 gesprochen und gesagt, okay, was brauche ich wirklich so im kleinsten Nukleus, was ja auch so ein bisschen zu diesem Reife, agil und wir werden immer besser, jeden Tag ein bisschen besser, wie manche genau. Discounter also, und Laden sagt. Aber erstmal Audio, ja, ein vernünftiges Ansteckmikrofon, einen zweiten Kanal für Fragen im Raum, den irgendwie rumgeben, in Pausen auch gerne mal das Mikrofon stumm schalten, weil man da auch irgendwie lustige Pausengespräche gehört hat. Also ich habe Hot Mic, okay. Mein Zug fährt um 15.50 Uhr und also eigentlich hast du eher so Mäuschen. Ich habe so Mäuschen. Im Sinne von, du hast so ein bisschen, du warst eigentlich so also die... Also ich glaube, den Leuten war auch gar nicht, also vermutlich war den Leuten da im Raum auch gar nicht bewusst, wer und wie viele Leute und wer da halt so zuschaut. Weil aber es wurde aufgezeichnet. Also, es wurde aufgezeichnet. Das ist ja kein Zufallsprodukt. Aber ich meine, diese Aufzeichnungen sind meines Erachtens jetzt für nicht so viel zu gebrauchen, weil du siehst da, also die kannst du dir halt als Podcast anhören. Manchmal siehst du halt die Person, manchmal ist der Ton erstaunlich gut, manchmal ist der Ton total Banane. Und also zumindest, ich habe ein so ein Foto gesehen von dem Plenary Talk, ja, wo halt Jöran einen super Vortrag gehalten hat, von dem man auch leider nur die Folien gesehen hat, weil entweder Folien oder sprechende Person. Und auf diesem einen Foto, was ich da gesehen habe, da stand auf einem wahnsinnig großen und guten Stativ eine wahnsinnig große und gute Kamera, die irgendwie mit fantastischem Zoom und wahrscheinlich 4K-Auflösung da Jöran gefilmt hat. Leider kam von diesem fantastischen Bild halt in der Online-Welt nicht viel an, weil wahrscheinlich irgendjemand auf dem Atem-Bildmischer die Picture-in-Picture-Taste nicht gefunden hat. Ja, und halt gesagt hat, oh, wir haben HDMI-Input von den Folien, den zeigen wir mal, oder wir haben hier irgendwie 1-2 Kameras angeschlossen. Ja, was haben die denn dann mit dem super 4K-Bild, also was haben die denn dann damit gemacht, vor Ort gezeigt? Ich weiß es nicht. Oder? Also vielleicht war da halt eine Videokassette drin in der Kamera und hat das halt lokal gezeichnet. Keine Ahnung. Also Ich weiß es halt nicht. Ist ja auch nicht so, dass wenn man halt als so eine Organisation sowas organisiert, dass man mal nebenbei darüber irgendwie twittern könnte oder so. Ne? Also es war halt alles so sehr viel, ich weiß nicht, ich wiederhole mich. Ne? Aber Olli meinte gerade auch im Chat, sein mobiles Set ist alles, was ist besser als das, was er jemals in der Schule gesehen hat. Er sei aber auch ein Nerd. Ja, willkommen, wir irgendwie auch. Aber es sind halt irgendwie so diese engagierten, ich bin eben Fotografie-Club, jetzt mal so ein bisschen sehr, sehr banal runtergebrochen. Und halt auch die Tatsache, dass man das irgendwie selber kaufen soll, das funktioniert halt nicht. Und so ein bisschen, um einmal die Lanze für Workshop-Organisatoren
und vor Konferenzorganisatoren zu brechen. Man soll halt irgendwie alles, man soll Social Media machen, man soll sich ums Catering kümmern, man soll irgendwie alles, das Wunderwerk Events wird um den glorreichen Baustein Hybrid erweitert, ohne dass irgendwie Hybrid nennenswert definiert ist, so wie es wir vorhin hatten. Und dann kann im Sinne von, ich habe nur, man bekommt ja nicht mehr Ressourcen, nur weil man eine Konferenz Hybrid organisieren soll. Man muss halt irgendwie gucken, dass man, dann würde ich, also um da so eine kleine Lanze zu brechen, kann man schon froh sein, dass es überhaupt einen Big Blue Button Raum gab. Das hat so ein bisschen was mit der Erwartungshaltung zu tun. Ich bin aber bei dir und bei euch vielleicht dann einfach lieber nur vor Ort machen, vielleicht einfach sagen, hey, wir nehmen es einmal richtig vor Ort auf. Wir twittern auch nicht drüber, bitte keine Erwartungshaltung über Twitter haben und nicht so, also Ressourcen werden halt sehr schnell ausgedünnt, wenn man irgendwie alles machen muss. Und so eine Konferenz wird halt irgendwie im Kern von wenigen Leuten organisiert. Ja. Ja, definitiv. Ich meine, die Ressourcen sind halt endlich, ja. Es ist eine Frage, wie man sich damit organisiert. Aber ich meine, es ist eben so dieses, wenn du halt auf der einen Seite von jetzt den tollen digitalen Medien sprichst und die vielen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben und von den 4K und wie man die halt in den Unterricht einbindet und wie irgendwie alle Leute jetzt darüber über Vernetzung und Kommunikation und Kollaboration gemeinsam neues Wissen generieren. Und 4K ist schon echt ein alter Hut, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja, und also ich meine, das ist jetzt, genau. Und also, parallel den Leuten halt den Chat abdrehst. Also ich überhaupt nicht verstanden. Also ich meine, was hätte denn passieren sollen, dass da irgendeiner was, also eine unflätige Bemerkung oder so reinschreibt? Also dann hätte man immer noch... Bei einer Fachtagung. Hätte passieren sollen, dass sich da Schüler viel zu wenig Exposure, als dass es irgendwie, und wenn doch, hatten wir ja auch schon irgendwie, als ich bei dir in Magdeburg war, Umgang mit Trollen. Ich hatte ja letztens in meinem Chat da halt auch irgendwie so ein paar Trolle und das, also so schnell wie die kommen, so schnell sind sie auch wieder weg. Und Stufen, ja, stimmt schon. Ach, und das Leute. Sind halt genau die Sachen, mit denen man sich dann eben aber beschäftigt, wenn man halt dann irgendwie macht, ja, und wenn man das dann halt, also so wie, jetzt sage ich den Spruch, doch noch, den ich in die Vorbereitung geschrieben habe, wenn Jürgen Handke da gewesen wäre, wäre er ausgerastet. Also der sagt, ey Leute, hört jetzt mal auf, mir zu quatschen, jetzt mach doch mal, also im Sinne von jetzt, macht einfach mal, ob das ja gut gemacht ist, ist nur ein anderes Ding, aber okay, ich meine, jetzt Fehlerkultur, sie haben halt gemacht. Ich meine, du hast es ihnen aber auch, es gibt ja durchaus auch dieses Prinzip von einfach radikaler Ehrlichkeit, ohne das einfach als Deckmantel zu benutzen mit, ich beleidige dich jetzt einfach professionell, sondern dass man es halt schon ehrlich irgendwie aber doch sehr direkt meint und nicht so dieses, ja, es war schon voll interessant. Das bringt ja irgendwie einem Format irgendwie auch nichts. Genauso wie, dass wir ganz klar wissen, dass irgendwie über Zoom, über Twitch Stream ist irgendwie auch Käse, um mal so ein bisschen Selbstkritik zu üben. Und dass ich irgendwie mit einem Headset streame und nicht mit meinem richtigen Mikrofon, ist halt auch Quatsch im Quadrat. Aber dann lieber irgendwie weniger Dinge richtig machen, könnte so ein Ansatz sein. Und du hast ihnen ja durchaus über Twitter Feedback gegeben. Da würde mich irgendwie so als Abschlussbemerkung Fehlerkultur interessieren. Hat sich denn jemand bei dir mal gemeldet? Deine DMs sind ja, glaube ich, sogar offen. Du warst ja auch Teilnehmer. Es haben sich einige Leute gemeldet und haben gesagt, Kritik sehen wir ähnlich, würden wir unterschreiben, trauen wir uns aber nicht ganz so öffentlich zu sagen, weil, möchte hier im Schulkontext oder was auch immer in einem Kontext nicht irgendwie in einem komischen Licht dastehen und als Person, die das jetzt irgendwie überkritisch sieht, kann man gar nicht voll verstehen. Und ich meine, irgendwann hat ja die Organisation, die das organisiert hat, halt auch dann mal am Abend oder so einen Tweet abgesetzt und gesagt, oh ja, war jetzt hier Event, war gut, wir sind mal gestartet. Ja. Hat ja so ganz gut funktioniert. Kritik ist auch angekommen, nehmen wir uns an, beim nächsten Mal arbeiten wir dran. Ja. Mir wurde zum Beispiel gerade gesagt, danke dir Olli, dass wir durch Zoom hier diesen so ganz komischen pulsierenden Rahmen haben. Ich habe das auch immer in der Konsole gesehen. Teil der Aufnahmen ist es dann, glaube ich, nicht. Aber das ist natürlich auch ein absolutes Unding. Also das ist mir tatsächlich auch noch nicht aufgefallen. Ich glaube, in der Aufnahme wird das auch drin sein, weil das ist einfach wo Zoom jetzt den aktiven Sprecher erkennt. Insgesamt, das ganze Rahmen pulsiert, das ist das Problem.
Ach so, also ich gucke das ist jetzt ja. oben parallel in den Fit-Chat. Der Ja. pulsende Rahmen von, ja, also bei mir springt der jetzt halt nur hin und her, je Ja. nachdem, wer jetzt von uns beiden Genau. spricht. Das halte ich Ja. nicht für so wahnsinnig kritisch. So, Ja. und um das Thema Hybrid und gute Audioqualität abzuschließen, und im Prinzip bin ich nur irgendwie darauf gekommen, weil ich halt mal einen dieser top ausgestatteten Medienräume besucht habe, die von den Leuten, die da jetzt halt diese Konferenz irgendwie organisieren, und weil die halt sowas da zu liegen hatten, was sie dann interessanterweise nicht bei ihrer Konferenz zum Einsatz gebracht haben, ist halt ein Mikrofon. Und ich weiß nicht, magst du mal nochmal den Bildschirm freigeben mit diesem Link zu diesem Komica-Mikrofon? Ja, lass uns unsere Komika. Dann sieht man das nämlich, also das Hast ist das, du es was in ich die jetzt. Shownotes gepackt? Also Das in habe ich in unsere. das Etherpad Ah gepackt. ja, okay. Incoming. Aber wir sind so, so Und das habe ich jetzt professionell. hier halt am T-Shirt zu klippen. Ja. Und am Ende, also eigentlich ist es ein relativ stinknormales. Was geht sogar? Ja. Ja. Sind das Und, zwei? Ja, doch. genau, also es ist Zwei für 170. ein Empfänger drin, den kann man per Klinke anschließen. Es ist so ein Ladecase dabei. Das Ladecase, muss man sagen, das ist halt so ein bisschen fummelig. Gerade wenn Aber man ganz ehrlich, öffnet. 170 Euro, da muss man auch irgendwie mal sagen. Ja, also es ist halt ein China-Knaller, kommt halt irgendwie aus Shenzhen, so wie alle Sachen Ja. aus. Kommt im Prinzip interessant, also kommt aus dem gleichen Ort, wo halt auch Holyland herkommt. Man merkt jetzt schon allein aufgrund des Preises einen gewissen Qualitätsunterschied, aber ich sage mal, für 170 Euro ist total okay. Hat zwei Sender und hat halt diesen einen Empfänger, den man da sieht, der hat halt so ein Display, Ja. und der kann nicht nur Klinke, sondern den kann man auch per USB an einen Rechner anschließen. Das habe ich heute getan. Was vielleicht eventuell, keine Ahnung, ein bisschen nochmal Audioqualität rausholt, weil man ja dann nicht analoge Übertragungsstrecke hat und die eingebauten. Genau. Und der Computer muss halt auch entsprechende Eigenverstärker haben. Also wenn ich habe irgendwie an einem schlechten Laptop sitze und Ja, dann genau. Also zum irgendwie Beispiel, Strom ich habe muss rauschen. festgestellt, dass mein Handy, da kann ich das beste Mikrofon der Welt anschließen als externes Mikrofon. Die Eingangsstufe des Handys ist einfach Ja, total rauschig. Und ja. manchmal hat man das eben auch bei Laptops. Da hat ja Karl-Heinz Pape mal einen guten Artikel zugeschrieben, dass gerade bei günstiger Hardware es sinnvoll ist, einfach nochmal eine Ja. externe 10 € USB-Soundkarte ranzuschließen, die dann halt viel bessere Audioqualität liefert als Ja. die Worte kam. Der Olli schreibt, da ist er eher bei Wireless Go. Ja, wir teilweise Ja, auch. ich Absolut. werde nächste Woche oder wie ich dazu komme, meinen schönen Artikel schreiben über alle möglichen Funkmikrofone für die Ja. Hybridlehre, die ich schon so ausprobiert habe. Also das Wireless Go ist auch ein tolles Mikrofon. Ja. Das Wenn Wireless du. Go hat aus Ja. meiner Sicht eben den Nachteil, dass es nicht so ein Ladecase hat. Wenn ich Ja. das Wireless Go benutze, muss ich danach oder zwischen zwei Veranstaltungen das irgendwo auspacken, muss drei USB-Kabel klemmen, um Sender, Empfänger, Sender Ja. aufzuladen, und muss die wieder abziehen, und dann muss ich das alles wieder eintüten und Wenn weitermachen. wir, wenn du den Artikel schreibst, lass uns auch mal das Sennheiser da reinbauen. Ist natürlich nochmal eine andere Kategorie, aber dann haben wir irgendwie so den, Ja, den Full Range, die ja. komplette Spanne, ja. Nee, Und definitiv. das Also. ist halt bei Holyland und bei diesem Komica jetzt eben definitiv ein Vorteil. Ich habe so ein Case, und das Case ist halt gleichzeitig Ladeschale. Ja. Das ist ja. So, Ja. also was jetzt bei dem Komica so ein bisschen albern ist, ist, du musst die Dinger halt vorher ausschalten, bevor du die da reinpackst. Die gehen Okay. nicht automatisch aus. Deswegen ist da dieser gelbe Button dran, Aber der was einen dran spricht erinnern denn? soll. Also ihr fahrt ja irgendwie auf diese Cases ab, die man dann laden kann. Ja, irgendwie okay, aber kann ich nicht einfach während der Benutzung laden? Also Ja dann. gut, aber ich meine, dann müsste ich ja halt noch eine Powerbank oder so mit mir Nee, rumtragen. ich meine zumindest beim, ja, aber zumindest beim Empfänger, weil der ist ja Ja, beim statistisch. Empfänger ja, aber ich meine, wenn ich den Ah, jetzt zum weiß Beispiel ich. an Handy ranknüppere, dann habe ich da auch nicht. Also klar, wenn ich ihn an den Rechner anschließe, kann ich ihn ohne weiteres laden. Das ist kein Ich Problem. sehe halt dieses, ich muss in der Box laden können. Das ist für die Medientechniker definitiv hilfreich. Das wäre jetzt aber nicht meine Top 3 oder 4, die ich für so ein Ja, aber für mich Mikrofon. ist das Killer-Feature. Also, weil ich muss Echt? halt,
zwischen, ich habe eine Hybrid-Sache in dem Raum und dann packe ich alles ein, gehe in den nächsten Raum und dann muss das in der Zeit zwischendurch, gehe ich Umweg über die Mensa, ja, gehe über los, ziehe 2000 Euro ein. In der Zwischenzeit muss das Zeug wieder aufgeladen sein. Ja, okay. Und das geht halt nur mit so Ladecases. Ja, da muss ich irgendwie auch wieder sagen, da gibt es Mikrofone, die halten einfach 8 Stunden lang. Ja, gut. Und dann habe ich das Problem nicht, aber das ist natürlich nochmal eine... Und klar, für 170 also noch so ein kleiner Nachteil von dem Rode Wireless Go ist, dass halt, aber ist für mich nicht wirklich relevant, dass das Display halt oben ist. Also so ein bisschen so wie bei dem hier. Und wenn ich das dann zum Beispiel oben auf dem Blitzschuhadapter von einer Kamera drauf baue, dann sehe ich das halt nicht, wenn ich in das Kameradisplay gucke, weil das Display von, also nun muss ich immer sozusagen auf die Kamera drauf gucken, was macht denn mein Mikrofon, was macht denn mein Bild, was macht denn mein Mikrofon, mein Bild. Ist jetzt für mich nicht so relevant. So, wir werden, ich glaube, das schreit, wir hatten einen Videovergleich, Wir hatten einen Videovergleich. Es wird ein Audio-Showdown geben, meine Damen, meine Herren. Würde ich mal behaupten, ich verkünde das jetzt einfach mal. Wir haben genug, um die zu vergleichen. Dann können wir mal irgendwie so einen Nerdistan-Ausflug machen. Genau, also der Nerdy Olli ist da schon auf jeden Fall mit seiner Meinung ganz richtig. Das eine Killer-Feature, was dieses Komica-Mikrofon hat, ist, das hat einen Duplex-Modus. Man kann nicht nur damit Ton vom Mikrofon zum Rechner übertragen, sondern Ton vom Rechner zum Mikrofon zurück. Und deshalb die Ohrhörer, die ich jetzt hier habe, die stecken halt in dem Mikrofon drin. Und deshalb kann ich jetzt auch im Raum rumwandern und bin nicht mit meinen Ohrhörern an das Ding, an den Rechner gefesselt. Yeah. Kann man sagen, okay, kann ich auch per Bluetooth machen? Okay, kann man bestimmt auch per Bluetooth machen. Bluetooth hat so, je nachdem, wie viele Geräte in so einem Raum sind, also Hybrid mit irgendwie 20 Teilnehmern und jeder hat Bluetooth noch an, könnte durchaus mal einen Aussetzer geben, also so für eine Sekunde, und das kann dann durchaus nerven. Genau, so, und jetzt kann man halt sagen, wozu braucht man das? Das brauche ich halt dann für so Hybrid-Settings, wenn ich wirklich so komische Sachen mache und, sagen wir mal, gleichzeitig mit Leuten in einer Videokonferenz bin. Also wie wir das bei diesem Lego-Praktikum hatten, bei diesen Abschlusspräsentationen, und gleichzeitig das zum Beispiel über so ein Atem halt direkt auf Twitch raus streame. Und zwar so, dass ich halt nochmal Kameras anders, ne, also ich bin sozusagen mit irgendwie einer Raumkamera in dem Zoom, und dann habe ich nochmal einen Bildmischer und einen anderen Audiomischer und pipapo, mit dem ich halt in High Quality, weil ich da verschiedene Sachen, Quellen mische und so, in den Stream rausgehe. Und da musste der gute Peter, der das damals für uns gemacht hat, weil er halt verschiedene Kameras hatte und die verschiedenen Kameras verschiedene HDMI- und Bild-Delays hatten, hat er die irgendwie in seinem Bildmischer vorgespeichert und hat halt, wenn er von Kamera zu Kamera geswitcht hat, also wir waren sozusagen immer mit einer Sekunde oder so Delay bei Twitch, damit Lippen und Bild synchron zueinander sind, weil die Kameras teilweise so ein starkes Delay hatten. Oh mein, okay. So. Und dann geht das natürlich überhaupt gar nicht mehr, dass du halt dann den Ton aus Zoom dir einfach per Lautsprecher reinholst, weil du halt ja die ganze Zeit nur irgendwie Rückkopplung hast. Da sind wir lange aus Zoom raus. Das musst du in OBS oder in einer anderen Streaming-Software. Genau. So. Und deshalb ging das eben damals auch nur so, dass die gute Kathi und ich, die das halt moderiert haben, mit In-Ear-Monitoring da saßen, damit wir halt keine Rückkopplung im Raum machen. So, und das führte halt dazu, wir hatten dann so ewig lange Verlängerungskabel, weil wir halt dann mit denen an den Rechner gefesselt waren. Ja. So, und das hättest du jetzt eben mit dem Mikrofon nicht. Oder es gibt noch andere coole irgendwie so Transmitter, die halt sowas machen, weil ich höre dich jetzt eben über Funk, über das Mikrofon. Ja. Ja, cool. So. Wir haben noch einen Tipp bekommen, wir noch ins Boot holen sollen. Ein Audioingenieur. Dann wird ja das Nerd-Level absolut over 9000. Das wird eine ganz schön spezielle Folge. Mal gucken, wann wir die machen. Also vor allem allein die Planung. Weil ich meine, dann hast du irgendwie so 4, 5, 6 Mikrofone. Ich steuere auch noch ein paar da. Ja, 10.000, ja, mindestens. Gut, ich würde sagen, bevor wir in die Diskussion kommen, ob man 48 Kilohertz oder 96.000 hört, bevor wir in ganz alte Audio-Ingenieurs-Diskussionen streifen, machen wir hier den Cut mit 90 Minuten.
ist das mal wieder ein Vorlesungs-Video-Podcast-Stream. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Video on Demand wird zeitnah direkt rausgehen. Und ich werde mich persönlich darum kümmern. Oha, krass. Ja, man kann das ja jetzt auch ganz entspannt runterladen. Anleitung ging ja raus. Genau, der Rest wird auf unserem YouTube-Kanal Bits and Bytes zu sehen sein, wenn dann die 7 oder 14 Tage Twitch Video on Demand rum sind. Vielleicht auch mit Kapiteln. Wir werden sehen. In jedem Fall wird die nächste Folge wieder mit proper Studio, wahrscheinlich auch Greenscreen plus besserem Bild im Bild zu sehen sein. Ja, damit genug von uns. Gute Out und bis zum nächsten Bits and Bytes Stream. Habt eine gute Woche. Ciao, ciao.